Gut, ich freue mich, dass ich euch alle begrüßen kann, hier heute Abend bei uns im Landtag von Nordrhein-Westfalen in dieser schönen Runde zu der Veranstaltung WLAN vor Ort, Freifunk und offenes WLAN in Städten und Gemeinden. Dass ihr da seid, ist großartig und freut mich sehr. Ich hoffe, dass wir eine richtig gute Diskussion heute Abend miteinander haben werden. Ich finde es ganz besonders bemerkenswert, dass es tatsächlich doch eine ziemlich große Runde eigentlich geworden ist, im Moment aber bei diesem Thema immer ziemlich große Runden werden. Das zeigt, das Thema Freifunk ist nicht nur für euch wichtig, sondern es hat tatsächlich in der politischen Debatte im Augenblick eine sehr, sehr hohe Bedeutung eingenommen. Wir werden sicherlich noch an vielen Punkten heute Abend darüber diskutieren können. Für uns als Grüne ist das Thema Freifunk so wichtig, weil wir seit langer Zeit darüber nachdenken, wie können wir digitale Teilhabe gewährleisten, wie können wir Zugänge zum Internet schaffen, wie können wir auf diese große Herausforderung reagieren. Das ist zum einen das Thema natürlich, wie können wir eine flächendeckende Abdeckung mit Breitbandanschlüssen gewährleisten. Das ist heute Abend nicht so sehr unsere Fragestellung, sondern heute Abend wird es um drahtlose Zugänge und offene WLANs gehen. Wir haben große Zahlen jetzt schon, was mobile Internetnutzung angeht. 75% der jüngeren Menschen, 50%, über 50% der Gesamtbevölkerung haben Smartphones. Das sind Zahlen, die jetzt schon zeigen, dass wir da einen sehr, sehr großen Wachstumsbereich haben. Und dass es eben auch eine politische Herausforderung ist, alle Menschen an den Vorzügen der Digitalisierung gleichberechtigt teilhaben lassen zu können. Wir stehen insofern vor der Herausforderung, dass wir digitale Demokratie ermöglichen, dass wir Open Government ermöglichen. Alle diese Themen, die für viele, die heute Abend hier sind, ja auch wichtig sind, auch sie bewegen. Viele Händler, die in Innenstädten darüber nachdenken, wie können wir unsere Services verbessern, wie können wir unseren Kundinnen und Kunden mehr bieten. Alles das sind Themen, die in den Bereich, der uns heute Abend interessiert, reinspielen. Es gibt dafür eine ganze Menge an politischen Fragestellungen, die wir lösen müssen. Aktuell heiß diskutiert ist das Thema Störerhaftung. Wir haben da hier aus dem Land Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe Initiativen in den letzten Jahren Richtung Berlin gemacht und wir werden da, glaube ich, auch nicht locker lassen. Für mich jedenfalls sind die wirklich selten dämlichen Vorschläge, die aus der Bundesregierung bisher gekommen sind, eher Motivation, da weiterzumachen. An vielen anderen Stellen arbeiten wir, ich glaube, das spiegelt auch die Runde heute Abend wieder, überparteilich und auch interfraktionell sehr gut zusammen. Und insofern glaube ich, dass wir da eine gute Diskussion jetzt vor uns haben. Ich würde nach diesen einführenden Bemerkungen gerne zu einigen organisatorischen Ansagen noch kommen, bevor wir gleich einsteigen, aber zuvor tatsächlich einen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen an mein Team, insbesondere an Eva-Mira Bröckelmann, die mir genau gegenüber sitzt, sich hinter meinem Laptop verschanzt. Du hast uns heute Abend zusammengebracht in dieser Runde und das finde ich ganz großartig. So, einige organisatorische Ansagen. Zum einen, die Veranstaltung wird gestreamt, der Stream wird aufgezeichnet und über unseren YouTube-Channel bereitgestellt. Damit gestreamt werden kann, haben wir diese Mikrofonanlage, in die ihr reinsprechen müsst, weil dann zum einen, oder die ihr benutzen müsst, weil dann zum einen die Kamera auf euch geht und zum anderen der Ton auch aufgenommen werden kann. Wir machen jetzt zwei. Ich hoffe erstmal, dass das für alle in der Runde soweit in Ordnung ist. Sehe da keinen Widerspruch. Wir machen jetzt gleich zwei Inputs und dann diskutieren wir in der großen Runde. Wir haben, glaube ich, viele von uns haben einen schon ziemlich langen Tag hinter sich und insofern würde ich gerne schon mal jetzt zum Anfang darauf hinweisen, dass das mit dem 20 Uhr eine freundliche, aber auch ernst gemeinte Empfehlung war und dass es in Düsseldorf auch noch genügend Orte gibt, wo man Diskussionen auch vertiefen kann. Wir haben einen
Hashtag über den Fragen gestellt werden können. Du musst gleich nochmal sagen, ob es jetzt Komura oder Komora ist. Komura. Komura, also Komura, so wie kommunalpolitischer Ratschlag 415. Über diesen unfassbar unkomplizierten Hashtag können auch Online-Fragen gestellt werden. Wir behalten das hier im Auge und dann können wir in die Diskussion auch diese Impulse einspeisen. Ich würde gerne euch darauf hinweisen, dass wir schon in der nächsten Woche eine weitere ganz großartige Veranstaltung haben, die heißt Damit das Licht nicht ausgeht, Energiesicherheit, Digitalisierung und die Folgen eines Blackouts, findet hier im Haus am Freitagnachmittag statt. Wir haben da hinten ausliegen noch einige Veranstaltungsflyer und das geht da auch in einem Forum insbesondere um die ganze Frage Sicherheit von Daten, Verbraucherdatenschutz, Datennetze und so weiter. Und da würde ich mich einfach total freuen, viele von euch wiederzusehen. So, genug der Vorrede. Ich würde jetzt gerne einsteigen mit einem Willkommensgruß an unsere Referenten. Der erste Input kommt zu meiner Linken, Rainer Gutowski und Philipp Bendroth. Ich denke, also ihr seid auf der Einladung angekündigt mit Was ist Freifunk? Ich könnte mir vorstellen, ihr werdet auch ein bisschen darüber hinausgehen, denn die meisten von uns hier im Raum wissen, glaube ich, was Freifunk ist, aber auch was sind die Probleme, was sind die Fragestellungen vor Ort und vor Ort, wie es vor Ort gelingen kann. Da wird Hans-Jörg Etzler aus Arnsberg uns einige Beispiele geben, wie das funktioniert. Ich war letztes Jahr im Oktober mit einer Kollegin zusammen in Arnsberg und habe mir das da vor Ort angeschaut. Das war sehr beeindruckend und ich freue mich einfach, dass ich Sie heute Abend hier zum Gegenbesuch sozusagen im Landtag empfangen darf. Ich wünsche uns eine gute Diskussion und einen informativen Abend. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Matti. Ich möchte mich auch für die Einladung nochmal bedanken und natürlich bei Eva auch bedanken für die tolle Organisation hier. Ich bin Rainer vom Freifunk Rheinland e.V., bin dort Vorstand. Ich würde gerne ein bisschen was zur Geschichte des Freifunk Rheinland e.V. erzählen. Danach gebe ich an den Techniker, an den Philipp ab. Der Verein wurde 2011 gegründet, war ein Verein von Geeks und Nerds. Versteht einer Geeks und Nerds? Weil bei der CDU wurde das gestern nicht verstanden. Okay. Wir waren 40 Mitglieder. Es gab vielleicht 50 Router, die sehr schwer zu bespielen waren. Man musste also wirklich sich sehr gut auskennen, um die Firmware darauf zu spielen. Ja, und dann ging es weiter. Dann waren wir 2014. Wir hatten immer nur noch 100 Router. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Wir haben dann das Freifunknetz 2.0 entwickelt, das die ganze Sache ein bisschen vereinfacht hat. Und dann kam der Sprung. Dezember 2014 hatten wir 1.000 Router. Das heißt, also, wir sind innerhalb von 5 Monaten von 100 auf 1.000 gegangen, weil wir eben mit dem Freifunknetz 2.0 wirklich einen Meilenstein gesetzt haben. Und dann haben wir gedacht, naja, wie wird es wohl weitergehen? Und dann plötzlich, im Januar 2015 waren es 2.500 Router. Das waren also 4 Wochen und haben in dieser Zeit fast verdoppelt. Sind zurzeit, das war dann Februar 2015, bei 3.500 Routern und müssen einfach mal sehen, wie es weitergeht. Ich denke, mit der Unterstützung der Politik wird es weitergehen und wir hoffen, dass wir vielleicht dieses Jahr noch die 10.000 erreichen können. Und dafür haben wir auch schon einen ganz speziellen Router, der ist golden und der wird dann entsprechend an den 10.000. Menschen vergeben. Go for Gold ist entsprechend der Wahlspruch des Freifunks. Und ja, ich übergebe an meinen Kollegen und Techniker Philipp. Vielen Dank. Ja, ich weiß gar nicht, wie doll muss man reinsprechen. Reicht das so hoffentlich? Erstmal auch vielen Dank nochmal an die Einladung und die Organisation. Ich finde es ganz großartig, dass wir hier sind. Vor allem, dass es so eine große Runde ist, die es doch geworden ist. Und es macht, glaube ich, deutlich, wie brandaktuell das Thema offenes im WLAN, freies WLAN aktuell ist und welcher Bedarf da auch ist und wie interessant und spannend dieses Thema Freifunk ist. Mein Name ist vielleicht kurz zu mir, Philipp Berntroth. Ich bin auch Mitglied im Freifunk Rheinland e.V., unterstütze das Admin-Team und bin in letzter Zeit so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Admin-Team und Vorstand auch geworden in der organisatorischen Arbeit. Der Rainer hat es vorhin kurz gesagt, zum Freifunk Rheinland e.V.
wer sind wir, wo kommen wir her, wie lange gibt es uns, Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht noch was zum Hintergrund der aktuellen technischen Situation. Wir sind noch relativ frisch offiziell Provider geworden. Das heißt, wir haben eine Mitgliedschaft bei der RIPE, sind wir eingegangen, diese uns den Provider-Status ermöglicht. Und wir transportieren mittlerweile unsere Daten somit über unser eigenes Backbone, was wir aufgebaut haben, an 3 Standorten mit jeweils mehreren Gigabit Bandbreitenkapazität, so dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind. Matti hat es kurz angesprochen, das Thema Störerhaftung, da werden wir, denke ich, später noch drauf kommen, die Daten ins Ausland zu tunneln. Da gibt es verschiedenste Ansätze der Freifunker, das über Schweden, Holland etc. pp. Zu machen. Wir wollten uns dem stellen und es hatte auch einen unglaublichen Wachstum gegeben in der letzten Zeit. Der Rainer hatte das angerissen bezüglich der Routerzahlen und der Menschen, die partizipieren am Freifunk, die mitmachen und dies unterstützen. Und dieses hat auch einfach technische Änderungen erfordert und wir sind da in vollkommen neue Dimensionen vorangeschritten, die es nun gilt, zu stützen, zu festigen. Und da wollen wir weitermachen und wir wollen weiter den Leuten einen freien und möglichst unkomplizierten und vor allen Dingen unzensierten, nicht kommerziellen Zugang zum Netz bieten. Wir sehen das eben als ein gewisses Grundverständnis dafür da sein, dass Menschen diesen Zugang bekommen, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer finanziellen Situation und eben der anderen Dinge, die da eine Voraussetzung sind, wenn ich vielleicht daran gebunden bin, mir einen kommerziellen Vertrag für WLAN, für mobile Daten etc. pp. Leisten zu müssen und leisten zu können, dass das nicht jeder kann. Aber ich denke, zu dem ganzen Thema, dass Freifunk eben noch mehr ist, auch außer nur ein Internetzugang oder ein Zugang zum Netz, da kommen wir vielleicht später auch in der Diskussion noch zu. Von meiner Seite so viel, ich denke, das war erstmal genug. Technische Dinge können wir, denke ich, auch besser in der Diskussion sonst besprechen. Da gibt es eine ganze Menge, die sich mittlerweile entwickelt hat. Und da bin ich gerne für Fragen da, auch im Nachgang. Vielleicht hat auch jemand noch einen Router mitgebracht, will den direkt installieren. Auch das können wir natürlich machen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Falls sich jemand wundert, warum es hier um Internet geht, die Veranstaltung zur Salafismusprävention, auch von der grünen Fraktion, ist gegenüber. aber ich glaube, wir hatten das einigermaßen gut ausgeschildert. Habe ich vorhin vergessen zu sagen. Gut, bitteschön. Ja, ich darf Sie auch recht herzlich heute begrüßen. Ich darf mich auch bei den Veranstaltern noch mal recht herzlich für die Einladung bedanken. Mein Name ist Hans-Jörg Etzler. Ich bin hauptberuflich Augenoptiker und Hörgeräteakustiker, bin zweiter Vorsitzender des Verkehrsvereins und, wenn man so will, Gesamtkoordinator für Freifunk in der Stadt Arnsberg, die aus mehreren Stadtteilen besteht. Und wir haben uns einfach mal den Stadtteil Arnsberg selber vorgenommen, der genauso wie die Gesamtstadt heißt, und haben da mit Freifunk angefangen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man Freifunk eigentlich das Projekt selber in 2 Phasen einteilen kann. Da wollte ich so ein bisschen gleich zu erzählen. Das ist einmal die Pionierphase und einmal die Phase der Professionalisierung. So, wie ging es los? Ja, wir hatten Gott sei Dank am Ort 2 Freifunker. Die sind zu unserem Bürgermeister hin, haben ihn überzeugt, dass Freifunk eine ganz tolle Sache ist, gerade für Kommunen, die im Notstandshaushalt sind und gerne ein freies WLAN-Netz haben möchten oder freies WLAN zur Verfügung stellen möchten. So, und dann hat sich unser Bürgermeister überzeugen lassen und hat dann mich halt als Projektleiter ausgeguckt und hat mir dann die Verantwortung für Freifunk innerhalb der Stadt übertragen. Wir hatten halt eine Bürgerwerkstatt in unserem Stadtteil gehabt. Da war der Wunsch gewesen, Freifunk auf einem Platz anzubieten. Mittlerweile ist Freifunk in den ganzen Straßenzug vertreten. Ich glaube, die Stelle des Projektleiters ist sehr wichtig. Ich sehe mich also eine Art Koordinator an. Und weil ich habe die Erfahrung gemacht mit Freifunk-Menschen oder Freifunk-Lernen, dass die gerne an Technik bauen, aber den Aufbau von Technik nicht so gerne koordinieren. Und da mache ich einfach die Schnittstelle, bin auch zusätzlich für Sponsoring und dergleichen zuständig.
Das waren so die Grundvoraussetzungen für Freifunk. Jetzt das nächste ist so, wie haben wir es mit Leben erfüllt? Ganz, ganz wichtig, wenn ich in der Stadt Freifunk verwirklichen will, muss ich ja mit Menschen sprechen. Ich muss ihnen sagen, Mensch, passt mal auf, wir wollen einen Router aufstellen. Dieser Router, der verbindet sich, dann kriegen wir ein schönes Netz und dann haben wir freies WLAN zur Verfügung. Und diese Phase der Akzeptanz, die muss ja erstmal geschaffen werden. Wir hatten also zwei Veranstaltungen und da waren natürlich nicht alle Einzelhändler da, die also, ich sag mal so, das Rückgrat in Arnsberg vom Freifunk sind. Und man musste halt dann zusätzlich noch Klinken putzen, um die Leute zu überzeugen, dass Freifunk eine tolle Sache ist. Es gab immer wieder drei Fragen, die kamen immer wieder, Störerhaftung. Wenn ich jetzt meinen Internetzugang teile, saugt er mir nicht die ganzen Kapazitäten weg. Und die nächste Frage ist, wie gefährlich sind Router? Und da muss man sich immer wieder mit auseinandersetzen. Das sind so die typischen Sachen. Wenn irgendeiner in seiner Kommune, ja, jetzt ist weg, wenn irgendeiner in seiner Kommune das halt verwirklichen möchte, also dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man dass man in dem Bereich der Akzeptanz doch relativ viel Energie da reinpackt. So, den Rest der Sache ist eigentlich relativ schnell erzählt. Da ging es nicht so sehr um Controlling-Maßnahmen bzw. um halt Koordination, sondern hier ging es einfach um die Technik. Wir hatten also Sponsoring, das hatte ich noch besorgt. Dann haben wir Router angeschafft, die sind aufgebaut worden. Dann gab es eine Testphase, die war bei uns einen Monat und dann hatten wir erstmal ein stabiles Netz. So, und mit dem stabilen Netz war erstmal die Pionierphase abgeschlossen. Ich habe diese Phase auch immer Jugendforsch genannt, weil wir da doch schon ziemlich rumgebastelt haben, bis wir ein zusammenhängendes Netz bekommen haben. So, die nächste Phase, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt einmal das Netz läuft, sollte man sich Gedanken machen, dass es auch betriebsbereit bleibt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben im Moment das Problem, dass wir Probleme im Netz haben. Und da muss man einfach überlegen, wenn das Netz jetzt weiterhin von Freifunkern betreut wird, dann das sind Leute, die ehrenamtlich tätig sind. Und da muss man einfach in Kauf nehmen, dass das etwas länger auch dauern könnte, bis das Netz wieder funktioniert. Das heißt also, ich habe den Leuten immer gesagt, passt mal auf, das sind ehrenamtlich. Das ist ein Netz von Bürgern für Bürger und das kann jetzt nicht innerhalb eines Tages repariert werden. Da gab es Diskussionen, da haben wir uns halt überlegt, okay, man kann ja den Freifunker noch professionelle Hilfe beiseite stellen. Das haben wir dann wieder so ein bisschen verworfen. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir mal schauen, wie so die IT-Abteilung in unserer Stadtverwaltung, wie die ausgelastet ist, ob die noch so ein bisschen Kapazität frei haben, die uns da so ein bisschen unter die Arme greifen. Und da sind wir im Moment ja im Rahmen dieser Professionalisierung. Freifunk ist sehr interessant. Nicht nur, dass man es hat, man kann auch damit Projekte machen. Das ist also im Prinzip die Bespielung des Netzes. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Und zwar, wir haben einmal mit der Stadtverwaltung zusammen, haben wir zwei Projekte. Das ist einmal das LIDA-Projekt und dann einmal das Projekt Ab in die Mitte. Und wir haben mit den Freifunkern nochmal das Projekt FCS, das ist Freifunk Community Summit. Das ist ein Event, das bisher in Berlin stattgefunden hat. Treffen sich 150 Freifunker, die treffen sich jetzt bei uns in Arnsberg, sind wir ganz stolz. Und dieses Event organisieren wir, das wird im Oktober durchgeführt. Das heißt also, man kann auch Freifunk nutzen, nicht einfach um Touristen oder irgendwelchen Menschen das Netz zur Verfügung zu stellen, man kann es auch richtig bespielen. Das ist also ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Der letzte Aspekt, der im Rahmen der Professionalisierung noch eine Rolle spielt, Freifunk hat ja auch sehr starke soziale Aspekte. Da hat der Philipp eben, da will ich auch nicht weiter darauf eingehen, nur so viel, dass wir zum Beispiel einem Asylheim Freifunk zur Verfügung gestellt haben. Das war eine ganz, ganz tolle Sache. Da waren viele Syrer drin, die haben ihr ganzes Leben nur noch auf dem Smartphone. Das heißt, die haben ihre ganzen Abschlüsse alle eingescannt auf dem Smartphone und denen haben wir halt die Möglichkeit gegeben, für unentgeltlich, also umsonst, ohne Zeitbegrenzung mit ihren Angehörigen in Syrien zu skypen oder was weiß ich, irgendwie digital da in Kommunikation zu treten. Und das ist eine tolle Sache gewesen. Also muss ich sagen, also Freifunk hat zum einen für die Einzelhändler im Rahmen der Professionalisierung so ein bisschen ist es interessant. Es ist für Projekte interessant, es ist aber auch für Soziale interessant. Ich kann jeder Kommune es empfehlen, es umzusetzen. Okay, vielen Dank. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für beide Inputs. Ja, so, dann klappt das auch wieder mit dem Sound. Es passiert selten, dass sich Inputgeber an die vorgegebene Zeit halten.
Insofern bin ich gerade ganz, ganz erfreut und so freuen sich Ostwestfalen, für alle, die das nicht wissen. Gut, ich würde sagen, wir können jetzt in die Diskussion direkt einsteigen. Das haben wir uns so gedacht. Wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit. Ich glaube, es sind einige Punkte jetzt schon angesprochen. Ich glaube, so die wichtigste Frage ist tatsächlich Richtung auf eure Seite, was sind eigentlich die Themen, die wir oder die Punkte, die wir politisch entscheiden können, um Freifunk, um die Idee zu unterstützen, weil wir eben hier auch in der Runde, zumindest für die Grünen, die ich kenne, wissen, dass es eine ganze Reihe gibt, die einfach sagen, wir wollen das auch politisch vor Ort unterstützen. Einige haben es auch schon politisch vor Ort unterstützt. Es liegen da hinten auf dem Zettel auch einige Musterpapiere aus, wo eben grüne Fraktionen vor Ort bei sich in den Räten oder Kreistagen aktiv geworden sind. Aber das ist, glaube ich, so der Punkt, der für mich die größte oder die zentrale Rolle spielt. Aber ich wollte nicht der Diskussion jetzt vorgreifen und würde einfach mal sagen, wir gehen in die Runde. Ein bisschen werde ich schon auf die Redezeit achten. Also wenn ihr so im Bereich von den 3 Minuten, die man sich da so üblicherweise vornimmt, die dann eigentlich immer 4 mindestens werden, da werde ich schon ein Stück weit drauf gucken. Also nicht böse sein, wenn ich dann irgendwann mal sage, zum Schluss kommen. Und ich werde auch hier in der Runde eher Fragen sammeln, dass wir das hier so ein bisschen gebündelter beantworten. Okay, ich habe hier, ich habe jetzt nicht gesehen, in welcher Reihenfolge. Also wir machen jetzt 1, 2, 3 und dann gehen wir weiter. Ja, mein Name ist Klaus Lüdemann aus Wuppertal, da grüner Stadtverordneter, und hier vorne liegt ein Antrag aus, den wir jetzt gerade in den Rat eingebracht haben zum Thema Freifunk. Wir gehen nicht davon aus, dass der so beschlossen wird. Das ist leider in Wuppertal oft so, weil durch die Große Koalition grüne Anträge erstmal abgelehnt werden und 6 Monate später wird es dann genauso gemacht. Aber dann sind wir ja am Jahresende glücklich und zufrieden. Und ich wollte noch mal sagen, es ist nicht nur allein eine Sache der Räte. Also wir haben jetzt den Antrag gestellt, nachdem wir uns intensiv mit den lokalen Freifunkern in Kontakt gesetzt hatten. Also ich möchte da insbesondere Ralf Glörfeld nennen, der Rainer offensichtlich bekannt ist, haben uns da beraten lassen. Und wenn man auf die Rückseite des Antrags guckt, steht da auch Oliver Graf, das ist kein Grüner, sondern wir haben die Besonderheit, wir haben den einen Piraten im Wuppertaler Rat nach und nach in unsere Fraktion aufgenommen. Der ist jetzt Mitglied der grünen Fraktion, aber er ist weiter Pirat. Also er legt da auch Wert drauf, dass er selbstverständlich mit seinen Piratenfreunden weiterredet und sich mit denen abstimmt. Aber das finden wir auch ein tolles Signal, dass gerade bei diesem Thema diese Zusammenarbeit so gut klappt. Und ich glaube, dass es eben darauf ankommt, dass vor allem viele Leute mitmachen. Das ist auch bei den Gesprächen mit Ralf Glörfeld deutlich geworden. Es steht auch hier in der Begründung des Antrags, die Projekte, die im Moment noch laufen. Und man muss feststellen, die laufen ja auch ohne Rat. Also wir brauchen den Rat gar nicht unbedingt, um das Freifunknetz auszubauen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, das einfach auszubauen und dann festzustellen, irgendwann kann der Rat gar nicht mehr anders. Das ist ja peinlich. Man hat ja inzwischen an vielen Stellen in Wuppertal schon Freifunk. Nur im Ratssaal des Rathauses kann ich als Zuschauer nicht mal die Tagesordnung der Ratssitzung abrufen. Da gibt es nichts. Die Stadtverordneten, okay, die haben ihr eigenes internes Netz, die können das. Aber wenn ich als Besucher da hinkomme, nichts. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis. Und ich glaube, das wird auch irgendwann in diesem Jahr deutlich werden. Und insofern bin ich sehr optimistisch, dass Freifunk rapide wachsen wird. Im Wuppertal und anderswo. Danke. Okay. Danke. Martin Lutz ist mein Name, von der Stadt Solingen. Wir stehen... Genau, also man muss einmal drauf drücken, wenn man anfängt, bevor man anfängt, und das zweite Mal, wenn man aufgehört hat. Und die Bitte ist, weil jetzt gerade schon eine Meldung kam, dass das im Stream relativ leise kommt,
halt auch wirklich relativ nah dran und direkt ins Mikrofon sprechen, damit das funktioniert. Danke. Okay, dann nochmal Martin Lutz, Stadt Solingen. Wir sind in dem Schema, was wir eben gesehen haben, relativ weit vorne, aber beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema öffentliches WLAN und natürlich auch mit dem Thema Freifunk. Rat und Ausschüsse bereiten da bestimmte Dinge vor. Und für mich ist natürlich jetzt ganz wichtig, auch mal ein paar Dinge noch mal klarzuziehen, was die Rahmenbedingungen von Freifunk sind. Zum einen hätte ich die Frage an den Herrn aus Arnsberg, was für Netzbetreiber steht dahinter? In Klammern mit der Frage, verstoße ich gegen AGBs, wenn ich mein WLAN öffne? Und die zweite Frage wäre, wenn ich direkt hinterher schießen kann, Sie haben das eben angedeutet mit der Ableitung des Datenverkehrs ins Ausland. Das ist noch vielfach so beschrieben auf den Freifunkseiten. Wenn es jetzt nicht mehr so ist, würde ich gerne wissen, wie es denn jetzt ist. Ja, Armin Ziesmann, grüner Fraktionsvorsitzender in Oer-Erkenschwick. Ich habe die Frage einmal an den Herrn Etzler aus Arnsberg, einmal nochmal zu diesen Projekten. Das war für mich ein bisschen kurz abgehandelt irgendwie so, was das bedeutet. Weil ich finde es natürlich gut, wenn man auch so Projekte hat, die man da initiieren kann, gerade im Sinne von Community und was ich sagte mit dem Asylbewerberheim, dass da freies WLAN zur Verfügung gestellt haben, finde ich eine super Sache. Und das Zweite wäre, welche Dichte an Routern braucht man denn eigentlich, welche Zahl, um so ein funktionsfähiges Freifunknetz zum Laufen zu bringen dabei? Und wie viel Zeitaufwand brauchen Sie eigentlich, um sowas zu initiieren, zu koordinieren, bis das funktionsfähig war? So, gut. Fangen wir erstmal an. Wir haben angefangen Frühjahr 2014. Das war irgendwie, Februar, glaube ich, 2014. Da hat der Bürgermeister mich zum ersten Mal gefragt. Wir haben übrigens in Arnsberg keinen Ratsbeschluss und gar nichts. Wir haben das einfach so gemacht, weil unser Bürgermeister relativ digital affin ist. Und da sind wir einfach nicht vorgeprescht. Dann hatten wir Vorspiel war ein Monat. Dann waren wir im März oder April drin. Und hatte ich es relativ einfach mit dem Sponsoring. Da hatten wir also Verkehrsverein, weil ich zweiter Vorsitzender bin, da habe ich die halt überredet, da einen kleinen Anfangssalär zu spenden bzw. zu sponsern. Dann hatten wir das relativ bald hintereinander. Wir haben verbaut in dem Steinmich-Alter Markt, das ist der Bereich, das sind ungefähr 300 Meter, haben wir, 80 Router verbaut. Man muss sich aber da auch vorstellen, die Prämisse, wo ich einfach damit rangegangen bin, und das habe ich den Jungs so gesagt, das möchte ich gerne, dass wir überall in jedem Fleck am Steinmich-Alten Markt, auch in den Biergärten, Freifunk bekommen, dass der Gast, der uns besucht, der Tourist, weil wir ein touristisch ausgerichtetes Zentrum sind, dass der nicht immer wieder wechseln muss und einmal in dem Freifunknetz dranbleiben kann. Das Schöne am Freifunknetz, wenn ich jetzt außerhalb des Netzes bin, wieder reinkomme, dann wählt es sich automatisch wieder rein. Ne? Das war die eine Frage. Achso, die Projekte. Das Asylheim, das war eigentlich kein Projekt. Da sind wir irgendwie irgendeiner hatte die Idee gehabt und dann haben wir das einfach gemacht. Man muss selber auch mal so ein Asylheim besucht haben. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Die Menschen da unten, die waren einfach dankbar. Die wollten uns von dem wenigen, was sie haben, wollten uns noch Kaffee und Mineralwasser zur Verfügung stellen, weil wir den Freifunk gegeben haben. Es gab allerdings auch ein paar Probleme, darf man nicht vergessen. Teilweise hatten die das Gefühl, sie werden durch die Router überwacht. Und das musste man erst ausräumen, weil da ist so eine natürliche Skepsis gut, was die alles durchgemacht haben. Das kann man sich vorstellen, dass das dass man das einfach erwarten darf. Ne? Also das haben wir keinen Krumm genommen. Die nächste Sache, die Projekte, das ist einmal das LIDA-Projekt. Das ist ein Projekt für kleinere Städte bzw. Dörfer. Da ist im Prinzip so ein Entwicklungsprojekt. Da haben sich verschiedene Städte zusammengefügt, unter anderem das ist Arnsberg, Sundern, Balve, also alle kriege ich sie nicht zusammen, die sich halt zusammengeschlossen haben und haben verschiedene Projekte ausgearbeitet, die umgesetzt werden sollen. Da kann man sich bewerben und wenn die Bewerbung halt durchgeht, dann kriegt man Fördermittel und dann kann man diese Projekte umsetzen. Dann ist auch einer der Sache, da kann man also einen
quasi Manager, der das koordiniert, kann man also auch einsetzen. Das ist schon eine ganz feine Sache. Das nächste Projekt ist Ab in die Mitte. Das ist zum 9. Mai, das ist der Städtebautag. Und da versuchen wir relativ viele Freifunkprojekte zu verwirklichen, um uns mit diesen Projekten, die wir am 9. Mai am Start haben, zu bewerben auf Ab in die Mitte. Dann hatten wir noch, das ist die Koordination quasi ja, Projektleitung und Stadtverwaltung. Also ich habe einen sehr guten Draht zur Stadtentwicklung und dann arbeiten wir auch sehr, sehr gut zusammen in solchen Sachen. Dann habe ich nochmal auf der anderen Seite Projektleitung und Freifunker, da haben wir das FCS-Event. Das ist eine Veranstaltung, wo sich ungefähr 150 Freifunker bisher in Berlin getroffen haben zum Erfahrungsaustausch. Da gibt es Vorträge, da werden Workshops angeboten und die findet jetzt, das haben wir geschafft, dank Thomas Drewermann, das ist der technische Kopf bei uns in der Gruppe, der findet das also in Arnsberg statt und das organisieren wir gerade. Das sind so die Sachen, die Projekte, die wir haben. Ne? Jetzt Ihre. Kann mir einer helfen? Achso, gut. Freifunk ist ja normalerweise so aufgebaut, dass wir auf zweierlei Sachen das Netz aufbauen können. Wir haben einmal Router, die wir in die Steckdose reinstecken, die sich dann untereinander verbinden. Und man kann auch, wenn man halt ein bisschen sozial eingestellt ist oder sagt, okay, ich möchte die Sache unterstützen, kann ich meinen Internetanschluss teilen. Das heißt also, nehmen wir mal an, ich habe Unity Media, ich schließe den Router an und dann wird ja nur das, was ich an Kapazitäten über habe, wird in das Freifunknetz reingeschoben. Das heißt also, wir haben eigentlich als Provider, ist der Freifunkverein Rheinland, und wenn wir in dem Freifunknetz surfen, surfen wir anonymisiert mit der IP des Freifunkvereins. Ja. Gut, dann nehmen wir die Frage sozusagen mit rüber und dann gab es noch via Twitter die Frage, glaube ich, auch in eure Richtung. Könnt ihr noch was sagen zu der Frage, ob Geschäfte ihren DSL-Anschluss nutzen dürfen? Ja, es war ja auch die Frage damit verbunden, Datenverkehr ins Ausland, glaube ich. Ne? Vielleicht kurz dazu. Leider hält sich dieser Mythos, der es ja mittlerweile ist, bezogen auf unseren Verein, den Freifunk Rheinland e.V., sehr hartnäckig, denn es ist schon eine ganze Zeit nicht mehr so, dass wir den Internetverkehr in das Ausland leiten. Das haben wir vorher, ungefähr ist jetzt ein Dreivierteljahr her, durch VPN-Tunnel nach Schweden und in die Niederlande so praktiziert. Das gilt nicht für die ganze Freifunk Szene, speziell jetzt in Deutschland. Es gibt da verschiedenste Ansätze und es gibt durchaus Leute, die das so tun. Ich spreche jetzt natürlich für den Freifunk Rheinland e.V. Ja, das ist ganz wichtig. Das wird auch oft vermischt. Nicht alle Freifunk-Communities oder alle Freifunker in ganz Deutschland, da das ja auch oft lose Bewegungen sind, haben da oder verfolgen da den gleichen Ansatz. Ja. Für uns ist es allerdings so, dadurch, dass wir eben diesen Provider-Schritt gegangen sind, haben wir die Möglichkeit, unseren Traffic in Deutschland ins Netz zu leiten. Und das hat auch einen ganz wichtigen psychologischen Effekt in Gesprächen mit kommunalen Verwaltungen etc. pp., weil dieses Tunneln ins Ausland hat doch oft in vergangenen Gesprächen so den Charakter von, Umgehen von deutschem Recht gehabt, ja, Rechtsbeugung, Umgehen von Recht. Dem wollen wir uns natürlich stellen und wir sind in Deutschland, wir sind ein deutscher Verein, in Deutschland gibt es eben das deutsche Recht, was gilt und dem wollen wir uns natürlich stellen. Das stand für uns nie zur Diskussion, dieses Recht zu umgehen oder zu unterwandern oder dass der Grund dafür liegt vielmehr in dem ganzen Thema Störerhaftung. Matti, vielleicht kannst du da gleich auch noch ein paar Worte zu sagen. Ich weiß nicht, wie gut da alle auch im Thema sind. Von daher, ja, wir tunneln den Traffic nicht mehr ins Ausland. Das ist der Status quo und der Traffic geht in Deutschland ins Netz, wenn es dann eben eine Community ist, die dem Freifunk Rheinland e.V. angeschlossen ist. AGBs, der
der DSL-Anbieter. Da kann ich jedem einen Blick in das Freifunk-Net-Wiki empfehlen. Unter freifunk.net gibt es den Verweis auf das Wiki. Das ist die Seite vom bundesweiten Förderverein, dem Förderverein Freie Netzwerke e.V. Dort gibt es eine Auflistung aller DSL-Provider und den entsprechenden Klauseln, was das Thema zur Verfügung stellen, DSL-Anschlüsse für Dritter anbelangt. Die ganze Sache ploppt immer wieder auf und sie ist auch sehr kompliziert und sehr schwierig, denn es gibt in der Tat einige DSL-Provider, die es explizit ausschließen, seinen DSL-Anschluss Fremden zu überlassen oder Dritten zu überlassen. Wobei da halt eben die Frage ist, wer ist das, welche Provider sind das? Und es gibt auch Provider, die das explizit erlauben, das muss man auch dazu sagen. Also von daher empfehle ich, wie gesagt, den Blick ins Wiki. Man muss vielleicht noch anmerken, dass uns aber kein Fall bekannt ist, in dem ein DSL-Provider einen Vertrag gekündigt hat, in dem irgendwie Freifunker aktiv waren. Ganz im Gegenteil, wir wissen sogar von Providern, die das supporten. Es gibt viele kleine lokale DSL-Provider auch, die vielleicht gar nicht so bekannt sind, aber da gibt es eine ganze Menge, die durchaus da auch Support bieten, mit denen man das machen kann. Ja. Ich weiß von, es gibt natürlich DSL-Anschlüsse aller Provider querbeet, die genutzt werden, egal ob Unity Media, die Telekom und wie sie alle heißen. Das ist alles momentan im Einsatz. Negativbeispiele kann ich da nicht bringen, dass jetzt irgendwas zu einer Kündigung etc. geführt hätte aufgrund der Vertragsbedingungen. Aber man sollte sich, wie gesagt, damit mal beschäftigen und auch mal gucken, vielleicht im Sinne ja, der kommunalen Anbieter, wen kann ich da vielleicht auch unterstützen oder wer sponsert mir vielleicht auch einen DSL-Anschluss? Ja, das ist auch so ein Thema. Die Hackerspaces, mit denen ja auch die Freifunker sehr viel zusammenarbeiten und interagieren, sind ja auch in der Regel relativ gut ans Internet angebunden. Und auch dort gibt es ja viele kleine Provider, die das unterstützen, auch im Bereich Sponsoring etc. pp. Ja. Habe ich noch was vergessen? War da noch was in der Frage? Oder? Ja, ich bin wieder auf Sendung. Die Provider würden sich auch ins eigene Fleisch schneiden, weil wir haben Erfahrung Arnsberg, haben wir 3 bis 4 neue Internetzugänge aufgrund von Freifunk hervorgerufen und wir sind dabei, einen 5. zu entwickeln, beziehungsweise demjenigen, der dann anmelden möchte, ans Herz zu legen, dass er einen 100.000er-Anschluss macht, weil es ist ja auch ganz wichtig für Freifunk, nicht nur, dass die Router aufgestellt werden, sondern dass wir ordentlich Uplink kriegen, weil dann das Netz vernünftig läuft. Ne? Wenn ich jetzt ketzerisch bin, kann ich sagen, wissen Sie, wie viele Leute sich gleichzeitig abgemeldet haben, weil sie ihren DSL-Anschluss nicht mehr brauchten, weil sie über Freifunk ins Netz gehen? Also bei uns keiner. Erstens lohnt sich das nicht. Zweitens die Einzelhändler, die nutzen ihren Internetanschluss weiter. Ne? Man muss mal halt mal sehen, wenn man jetzt Freifunk auf der Privatschiene halt weiterentwickelt, wie das da ist. Ne? Aber nee, bei uns keiner. Ah ja, okay. Dann würde ich nur Herrn Lutz noch mal bitten, einmal auf das Mikrofon zu drücken. Gut. Und weil vielleicht eine kurze organisatorische Erklärung noch, weil sich jetzt ganz viele gemeldet haben. Ich habe eben ganz viele Arme hochgehen sehen und deswegen angefangen auf der Seite und wir gehen tatsächlich, auch wenn das irgendwie unfair und nicht nett ist, einfach in der Reihenfolge, also in der Runde sozusagen rum. Das ist, weil ich eben nicht gesehen habe, wer sich alles gemeldet hat, glaube ich, tatsächlich noch verhältnismäßig fair. Wenn Fragen, je kürzer die Fragen und je kürzer die Antworten, desto mehr und schneller können, ne? Und so das Übliche. Rainer, du hattest aber noch was. Ja, ich wollte noch was dazu sagen, dass Leute ihre Internetanschlüsse abmelden. Also heutzutage läuft über diese Internetanschlüsse ja Fernsehen, Telefon und so weiter. Also es wird keiner seinen Internetanschluss wegen WLAN vom Freifunk abmelden, das glaube ich nicht. Dann wollte ich zu Wuppertal noch was sagen. Ihr habt im Rat keinen Freifunk. Ich bin im Rat in Mönchengladbach, ich habe immer Freifunk, weil ich einen eigenen Router mitnehme. Im LTE würde ich nur mal empfehlen, also dann hat man da Freifunk. Okay, so, wir waren in dieser Reihenfolge bei Armin zuletzt. Du warst aber, dann jetzt da weiter. Ja, ich würde gerne nochmal auf das Thema mit den DSL-Anschlüssen und der Unternehmen eingehen.
Es ist ja so, die Provider schneiden sich ja nicht alle ins eigene Fleisch. Es gibt ja durchaus große Provider, die eigene Hotspot-Netze anbieten, kommerzielle. Und ich komme jetzt aus einer Kommune, in der wir die etwas kuriose Situation haben, dass einer dieser großen Anbieter auch unser Rathaus versorgt und einer der Mitarbeiter in der aktuellen Freifunkdiskussion einfach die Telekom mal gefragt hat, was sie denn davon hält, wenn wir jetzt Freifunk stadtweit anbieten. Die Antwort steht noch aus, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Telekom dazu sagen wird. Da hilft auch leider der Hinweis auf das Wiki nicht, weil die Ausführungen im Wiki sind sehr, sehr unspezifisch. Vor allem, weil niemand, der im Wiki schreibt, sich auf das Glatteis begeben möchte, dass dann plötzlich doch damit irgendwas passiert. Die Frage ist aber, Richtung Hans-Jörg, wie gehe ich denn mit Geschäftsinhabern um, die genau das haben? Also du hattest gerade schon die drei Hauptfragen genannt, die üblicherweise stellen, aber die vierte ist eben genau die. In meiner Region ist es überwiegend die Telekom, die Festnetz- und DSL-Anschlüsse stellt. Und es ist bei uns mittlerweile die häufigste Frage, ja, aber darf ich das denn überhaupt? Wie seid ihr damit umgegangen? Ach so, ja, Stefan Herwig, ich beschäftige mich wissenschaftlich so ein bisschen mit Haftungsfragen im Netz und bin hier vielleicht so ein bisschen sowas wie der Antagonist, weil ich würde gerne mal, wie sagt man so schön, ein, zwei kritische Fragen stellen dazu, nämlich, dass die Judikative ja generell immer mehr dazu übergeht zu sagen, hey, Provider, Betreiber haben, da geht es nicht nur um die Beziehung des Kunden und des Providers miteinander, sondern es geht auch um die Beziehung zu Dritten. Und dass man über das Internet natürlich auch, wie sagen wir, oder nicht nur gute Leute ins Internet gehen können und dass man über das Internet auch Schindluder treiben kann, wobei Schindluder ein bisschen untertrieben sein kann in gewissen Fällen, sollte jeder mitbekommen haben, der die letzten 4-5 Jahre nicht unterm Stein gelebt hat. Und das Kritische, so gut wie ich den Ansatz Barriere oder niederschwelliges WLAN finde, ich bin selber viel unterwegs und freue mich immer über ein leistungsfähiges WLAN, welches zugriffsfähig ist, so gut wie ich den Ansatz finde, so kritisch sehe ich den Ansatz zu sagen, wir stellen es komplett anonymisiert bereit oder tunneln sogar ins Ausland und so weiter und so fort, weil das schafft man einen verantwortungsdiffundierenden Raum. Und der schützt Dritte nicht in dem Falle. Ja, und genau das soll ja eigentlich die Störhaftung, dem soll die Störhaftung vorbeugen. Dass die Störhaftung bisher ein schlechter Kompromiss ist, ist richtig, dass auch die Ausarbeitung des TMGs und der Providerhaftung möglicherweise auch noch Diskussionsbedarf hat. Da bin ich auch der Meinung, dass man darüber diskutieren kann. Aber das Problem an sich, der Abstrahleffekte auf Dritte, geht nicht weg. Und es gibt noch eine zweite Dimension der Haftung oder der Problematik. Das sind nämlich dann, in dem Fall, wenn wir wirklich die Schleusen für freies WLAN aufmachen, nämlich unseriöse WLAN-Betreiber. Es hat vor 2-3 Monaten eine Aktion gegeben von F-Secure. Das ist ein Sicherheitsanbieter, die stellen auch Sicherheitssoftware her, so in Kaspersky. Die haben in London ein WLAN aufgestellt. Ich glaube, ich war am Flughafen Heathrow. Und das haben sie bereitgestellt, das war ein offenes WLAN, da musste jeder die Nutzungsbedingungen akzeptieren, das haben auch alle gemacht und haben dann in den Nutzungsbedingungen den Leuten die sogenannte Herodes-Klausel untergeschoben. Die Herodes-Klausel sagte, dass derjenige, der sich in das WLAN einloggt, gleichzeitig das Recht auf seinen Erstgeborenen an den WLAN-Betreiber abtritt. Das war natürlich ein Scherz in dem Falle, aber es ist stellvertretend für jede Menge von Missbrauchsmöglichkeiten, die nicht nur anfangen bei problematischen Nutzungsbedingungen auf der einen Seite, aber auch bei Hacking und Sniffer, Angriffen etc. etc. So, und da würde ich mal ganz kritisch die Frage in den Raum stellen wollen, ob es denn sein kann, dass WLAN-Betreiber, insbesondere wenn sie das so flächendeckend betreiben wollen wie ihr, dass die Anonymisierung so stark und so leistungsfähig vornehmen und die, wie sagt man so schön, die Haftungsfrage einfach ignorieren und aufs Abstellgleis schieben wollen. Danke. Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf diese zwei Punkte eine Antwortrunde, weil, glaube ich, eine ganze Reihe Sachen genannt wurden, und nehmen dann noch die Frage von Jörg D. mit rein, der schreibt, wie sieht es mit dem geplanten Schnüffelzwang für Freifunk aus? Vielleicht einfach wieder so. Ja. Also vielleicht mal zu dem ganzen Thema Anonymisierung, Datenspeicherung und Protokollieren von Nutzerverhalten. Ich fordere als Ersten jeden auf, der uns zuhört, der uns zuschaut und der hier anwesend ist, sich Gedanken über die Verhältnismäßigkeit von massenhafter Speicherung von Nutzerdaten zu machen gegen
das Anbieten eines freien Netzes und des freien Zugangs zum Netzes. Nicht zuletzt nach den Ereignissen, ist es noch nicht lange her, aber es ist doch relativ verblasst in der Medienlandschaft, wenn man sich das mal anguckt, was nach Snowden da aufgedeckt worden ist und auch was momentan auf europapolitischer Ebene zum Thema Vorratsdatenspeicherung durch die Magazine geistert, sollte sich vielleicht jeder dazu Gedanken machen. Ich will das gar nicht werten. Das zweite, Anonymisierung ist nie ein Feature von Freifunk gewesen und wird es auch nie sein. Das gilt es zu unterstreichen und das es wird oft verglichen, da zum Tor-Projekt werden oft Vergleiche gezogen im Bereich Freifunk. Tor ist ein Community-Projekt, was den Anspruch hat, einen Anonymisierungsdienst für Nutzer anzubieten, die vielleicht verfolgt werden, die in politischen Systemen leben und da an gewisse Grenzen und Probleme stoßen, der freien Meinungsäußerung etc. pp. Das ist kein Feature von Freifunk und das soll es auch nicht werden. Ganz klar ist es so, dass die die Änderungsentwürfe zum TKG, die da aktuell im Umlauf sind und die sicherlich noch für Diskussionsgesprächsstoff sorgen werden, da noch nicht ausgegoren sind und dass da noch einiges notwendig ist, um da ein akzeptables, für uns gerade aus Freifunksicht akzeptable Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz werden wir uns selbstverständlich dem beugen müssen, wenn es denn dazu kommen sollte, dass wir gezwungen sind, die Einverständniserklärung der Benutzer beim Nutzen des Dienstes Freifunk, des Dienstes Internet im Freifunk uns zu holen. Also sei es durch ein Opt-in-Verfahren, durch eine Registrierung etc. pp., die natürlich den Freifunkgedanken weit zurückwerfen würde und dieses würde uns natürlich auch technologisch weit zurückwerfen, vor allen Dingen nicht zuletzt betrachtet, wenn man überlegt, dass Freifunk gar nicht nur darauf abzielt, Smartphones oder Notebooks im WLAN zu benutzen, sondern dass auch mittlerweile Raspberry Pis an irgendwelchen Bäumen hängen mit Webcams. Wenn man sich dann mal überlegt, wie so eine Webcam eine Captive Portal-Seite bestätigen sollte, dass sie nichts Böses macht, das ist schon eine lustige Vorstellung. Ja, also ich denke, da gibt es Diskussionsbedarf und da muss man drüber sprechen. Und wir als Freifunker und auch als Netzaktivisten und auch die Netzpolitiker, die hier unter uns sind, die fordere ich natürlich auch auf, sich da entsprechend einzubringen in die politische Diskussion und sich dafür stark zu machen, dass eben da eine akzeptable Lösung gefunden wird. Zum Thema Sicherheit, das kam gerade noch auf. Es ist natürlich jedem möglich, das müssen wir nicht verschweigen, eine SSID in die Luft zu hängen, die Freifunk heißt oder T-Systems oder Telekom Hotspot etc. pp. Ich denke, gerade wegen den jüngsten Erkenntnissen im Bereich der NSA-Affäre hat es uns gelehrt, dass es eigentlich nur eine Lösung für das Ganze gibt und das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es gibt keine andere Lösung, die Sicherheit gewährleistet, den Menschen vor Ausspionieren von Daten etc. pp. Gibt sicherlich Angriffsszenarien in Netzwerken, die auf Geräte und die auf Menschen abgezielt sein werden. Das wird sich gerade im Bereich Industrie 4.0, denke ich, nochmal ganz krass verändern, wenn wir auch über die Vernetzung von Geräten sprechen. Allerdings ist es glaube ich, unsere Aufgabe, über freies, öffentliches WLAN nachzudenken und über WLAN nachzudenken, was den Menschen hilft und was ihnen nicht schadet. Und da ist natürlich der Sicherheitsgedanke ein absolut richtiger und wichtiger. Jedoch wage ich zu bezweifeln, inwiefern wir diese Nicht-Sicherheit oder diese, ich bezeichne es mal ganz
aufreizend als Scheinsicherheit aus meiner Sicht in ein Netz verlagern sollten. Ja? Wir müssen uns vielleicht dann eher Gedanken machen, wo wir diese Sicherheit brauchen. Und die brauchen wir sicher meines Erachtens nicht im Netz, sondern die brauchen wir bei den Usern auf den Endgeräten und auf den Smartphones, auf den Notebooks etc. pp. Das ist auch unser Appell als Freifunker an die User, dass sie sich bewusst sind, dass sie sich in einem öffentlichen WLAN befinden und dass sie sich in einem öffentlichen Netz befinden. Das wird an einigen Stellen in der Tat auch zu wenig transportiert und da wird auch zu wenig darauf hingewiesen, dass es ein öffentliches WLAN ist und dass es eine gemeinschaftliche Infrastruktur gibt. Dazu gibt es ja auch zu dieser gemeinschaftlichen und dezentralen, zu diesem dezentralen Ansatz gibt es ja viele Gedanken, wie man auch dort mit kryptografischen Mitteln agieren kann. Gerade im Bereich zum Beispiel Distributed DNS Services gibt es da eine ganze Menge Ansätze, aber so weit sind wir am Freifunk nicht. Wir sind momentan eher damit beschäftigt, uns Gedanken zu machen, wie können wir ein Netz von Bürgern für Bürger bauen. Und ich denke, es ist auch nicht in letzter Konsequenz die Aufgabe und das Ziel des Freifunks, sich mit den Gedanken der Sicherheit in Netzen auseinanderzusetzen. Wobei ich es immer begrüße, da auch kritisch drüber zu sprechen. Ja. Ich würde vielleicht für einen Halbsatz dir nochmal das Wort geben als Entgegnung, aber ansonsten tatsächlich darum bitten, kurze Statements, weil es ist jetzt schon der Wunsch gekommen, doch eine richtige Diskussion. Richtige Diskussion ist mit 40 Leuten immer irgendwie schwierig, ne? Aber geht doch irgendwie so ein bisschen vielleicht, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben. Kurze Gegenrede dazu noch, also ich versuche es wirklich kurz zu halten. Nee, das Problem ist wirklich in dem Falle, wie man das Gefahrenpotenzial für Dritte in dem Falle reflektiert. Und du hast als allererstes ein Statement gegenüber überbordende Überwachung geliefert. Die hat keiner gefordert momentan. Und ich glaube, die überbordende Überwachung, die wir derzeit sehen, ist eigentlich im Prinzip eine Reaktion auf Anonymisierung. Ja, also die Frage ist, wie sieht eigentlich das vernünftige Verhältnis von Anonymität und Verantwortung aus? Also ein verhältnismäßiges, sinnvolles, jetzt höre ich von der linken Seite Gelächter, aber ein verhältnismäßiges, sinnvolles Verhältnis, welches in dem Falle die Freiheiten aller Parteien reflektiert. Weil wir sprechen hier öfter von Freiheit, aber die Freiheit des einen hat da aufzuhören, wo in die Freiheit des anderen eindringt und das kann man auch mit dem Netz. Und das wollte ich noch mal kurz sagen. Es ist im Prinzip wie WLAN ist im Prinzip wie Autoverleihen. Das muss ich nicht unbedingt anonym können und das haben wir im Straßenverkehr, haben wir solche Sachen vernünftig hinbekommen. Und ich glaube, wir müssen sowas auch digital hinbekommen und zwar verhältnismäßig. So, ich bin auch wieder auf Sendung. Die vierte Frage ist bei uns kaum diskutiert worden. Da ging es ja um die Provider, was die dazu sagen. So tief ist die Diskussion gar nicht gegangen. Also für die Leute war es einfach wichtig, die Störraffung zu diskutieren. Was passiert mit dem Anschluss? Geht da nicht zu viel Kapazität verloren? Und sind Router schädlich? Ist die Strahlung schädlich? Also die vierte Frage, was sagen die Provider, hat sich die Mehrzahl der Leute überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben das intern diskutiert, auch mit der Stadtentwicklung zusammen, aber sonst extern eher weniger. Okay. Wir waren so ungefähr in der Mitte. Finger hoch. Okay. Michael, Christian und Herr Möller. Sie haben, okay. Drücken. Ach, wird schon für mich gedrückt, ist aber nett. Also zwei, drei Anmerkungen. Erstens mal finde ich das soziologisch sehr interessant, dass in Arnsberg sozusagen das gelungen ist, dass die Geeks und Nerds aus ihrer Ecke rausgekommen sind und sich sozusagen mit dem Mainstream, so möchte ich mal sagen, dem örtlichen Einzelhandel verbündet haben. Ich finde das eine sehr interessante Entwicklung und die erfüllt mich persönlich so mit großer Freude eigentlich. Ne? Das Zweite ist, ich wollte eigentlich anregen, aber naja, jetzt gibt es ja so, dass man sich vielleicht auch gerade in Arnsberg mal mit den örtlichen Richtern unterhält und vielleicht mal so eine Art Veranstaltung Freifunk und Störerhaftung dort organisiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da in Arnsberg die
Voraussetzungen eigentlich ganz gut sind, weil ich glaube, in Arnsberg kennt man sich noch, ne? Und insofern wäre das eine interessante Entwicklung, denn meine Erfahrung sagt mir, dass die Richter von diesen ganzen Klagen, sogenannte Abmahnanwälte, inzwischen die Schnauze voll haben, auf Deutsch gesagt, und die Störerhaftung sehr stark wieder eingrenzen. Was zur Anonymität und Internet zu sagen ist, ja, im Internet weiß keiner, dass du ein Hund bist und das wird trotz Freifunk oder auch wegen Freifunk so bleiben. Das ist halt so. Wir laufen ja auf der Straße auch ohne Namensschild rum. Ja, mit Gesicht, ja toll. Den musst du nicht dabei haben. Du musst nur einen haben. Also, und du musst ihn vor allen Dingen auch nicht offen tragen. Selbst unsere Polizei trägt ja nicht einmal ihre Nummern, ihre Nümmerchen offen rum, wenn sie im Auftrag der Bürger agiert. Ist schon, also insofern denke ich, ich möchte auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich ständig meinen Namen sagen muss, bevor ich was sagen darf. Wäre zumindest eine komische Gesellschaft. Ich möchte eben, ich denke auch, die Anonymität im Internet ermöglicht den Leuten auch, sich auszuprobieren. Vielleicht auch mal neue Rollen auszuprobieren. Und das sollten wir mal überfragen, ob wir das alles über Bord schmeißen wollen für stärkere Überwachung. Und ich denke auch, dass wir, wenn wir Kriminalitätsbekämpfung vorhaben, dass die Idee, Kriminalität durch sozusagen Kommunikationsunterdrückung zu bekämpfen, keine sehr gute ist. Ja. Gut, jetzt sage ich deinen Namen, Christian. Ja. Guten Tag, ich bin Christian Hohn, ich bin Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz von Bündnis 90 Die Grünen und ich bin Ratsmitglied im Stadtrat von Olpe. Zum Freifunk habe ich Folgendes zu sagen. Es unterstützt für mich die Datensammler Google, Facebook und Co. Datensammeln ist das eine. Die unterstützt, dass die Jugendliche bei der Internetsucht. Es gehen so viele Leute nur noch mit ihrem Smartphone durch die Gegend und sind derartig abhängig davon. Das kann es meines Erachtens nicht sein. Es trägt mit dazu bei zum gläsernen Jugendlichen. Es unterstützt den Lobbyismus von Bitkom. Es unterstützt die Mentalität Geiz ist geil. Und es unterstützt die Spaßgesellschaft à la Westerwelle, das ich als Grüner in keiner Weise mag. Haftungsausschluss ist ja eben schon einmal angesprochen worden, ist, denke ich, durchaus wichtig, denn ich mag es auch nicht, dass durch Freifunk eventuell auch noch kinderpornografische Darstellungen verbreitet werden können und das dann noch anonym. Deshalb muss sich meines Erachtens jeder User dort einloggen und zu erkennen geben, wer irgendwo da etwas macht. Das sind Fragen, die geklärt werden müssen. Einen Nutzen für die kommunale Wirtschaft sehe ich nicht, denn ich bin auch in der Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung. Wir haben da keinen wirklichen Nutzen der einzelnen Unternehmen vor Ort. Und wenn man meint, das lässt sich ja alles regeln, haben wir noch die gesundheitlichen Fragen. Dazu gab es hier im Landtag am 5.9.2007 die erste Veranstaltung. Im EU-Parlament am 27.05.2011. Im Bundestag am 22.03.2013. Im Landtag Baden-Württemberg am 11.04.2014. Im Bundestag-Wahlprogramm der Grünen steht, beim Netzausbau unter gesundheitlichem Verbraucherschutz, der dazugehört. Dazu fehlt hier auch noch die verschiedenen Verbraucherschutzorganisationen. Ich vermisse sie hier. Alle Experten, die dort aufgetreten sind, haben eines gesagt, es besteht dringender Handlungsbedarf. Es geht hier auch um die Frage des Schutzes der Elektrosensiblen. Wie gehen Sie damit um? Denn sie verteilen Router wahllos, ohne Rücksicht auf Kinder in den Häusern. Das kann es nicht sein. Die gesundheitlichen Gefahren werden mit diesen Routern nicht, kommt dem nicht entgegen. Man könnte das durchaus ändern. Es gibt da ja in St. Gallen, wie in St. Gallen das gehandhabt wird, durch die Kleinzellentechnologie, Femtozellentechnologie, die sicherlich ein Begriff sein wird. Und die neuere Technologie, die dann kommen wird, die aber bereits von der Fraunhofer-Institut ja mit begleitet worden ist, die ist optische WLAN und Internet über LED-Lampen, das VCL-Technologie. Die WHO bestätigt in einer aktuellen Empfehlung die Notwendigkeit eines anderen Vorgehens als über dieses Freifunk,
nämlich über die kabelgebundenen Netze, sollte die Basis der Digitalisierung sein. Ich bin auch nicht gegen die Digitalisierung, sondern es muss mit einer anderen Technologie erfolgen, damit es zukunftsfähig, leistungsfähig, einheitlich, risikoarm, störungsarm und auch energieeinsparend ist. Das ist das Prinzip der Indoor-Outdoor-Versorgung. Deshalb empfehle ich für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem eigenen Handy, so wie es auch Hans-Christian Markert, MDL hier in NRW, er ist verbraucherschutzpolitischer Sprecher, es auf seiner Homepage sagt, mit einem Flyer. Und das, was wichtig ist, wir brauchen eine höhere Medienkompetenz in den Unterricht der Schulen, damit man damit auch vernünftig umgeht. Danke, das war es erstmal. Das heißt, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar eine, ist der e.V. ein gemeinnütziger e.V.? Zweite Frage, wie hoch ist die Strahlung in Mikrowatt pro Quadratmeter durch Ihre Router? Danke, das war's. Okay. Zumindest was den letzten Punkt Medienkompetenz angeht, sind wir uns ja absolut einig. An einer ganzen Menge anderer Fragen, die diskutieren wir seit längerem ja schon gut miteinander. Und ich glaube, da werden wir auch weiter dran diskutieren. Das war ja jetzt so ein bisschen so eine Generalkritik. Ich weiß nicht, Herr Möller, wollen wir Sie jetzt doch reinnehmen oder erstmal hier die, dass wir einfach nochmal so die Punkte, die von Christian Hohn jetzt gerade gekommen sind. Okay, hier. Vielleicht eins hat mich gewundert und ganz speziell auf technischer Ebene. Sie führen an das ganze Thema Strahlung und bringen dann den Vergleich zwischen Femtozelle und WLAN-Router. Ich denke, das sind erstmal zwei technisch vollkommen getrennte Ansätze. Jedes hat seine Berechtigung und man sollte vielleicht überlegen, wie es denn im Bereich des UMTS-Bandes funktioniert im Frequenzspektrum und wie es im Bereich der WLAN-Router funktioniert, denn das ist ein grundsätzlich eine andere Technologie, über die wir da sprechen und auch dementsprechend eine ganz andere Strahlenbelastung, wenn man überhaupt über Strahlenbelastung sprechen will oder kann, denn Strahlenbelastung oder das, was umgänglich als Strahlenbelastung bezeichnet wird, ist ja eigentlich ein anderes im Gegensatz zu dem, was Sie, glaube ich, meinen. Das ist ja das elektromagnetische Feld, also der Elektrosmog, den Sie ja, glaube ich, vor allen Dingen ansprechen. Das gilt es ja erstmal zu trennen von einer direkten Strahlenbelastung. Das Zweite zu der Frage Strahlung pro Mikrowatt der Router, das können wir natürlich im Nachhinein recherchieren. Ich habe es hier nicht parat. Ich habe gerade geguckt, ob ich auf die Schnelle was finde. Das ist nicht der Fall. Jedoch ist es so, dass wir natürlich FCC-konforme Geräte verwenden, die eine Zulassung für den deutschen Markt haben und es hier nicht um Überschreitung von Grenzwerten oder jeglichen anderen Dingen sprechen, was gerade auch immer wieder von den kommunalen IT-Dienstleistern gefordert wird und wo die auch dazu verpflichtet sind, diese Standards einzuhalten. Zum Thema Medienkompetenz will ich vielleicht noch eins sagen, da kann aber vielleicht der Rainer auch gleich noch ergänzen, dass es ein ganz wichtiges und großes Ziel unseres Vereines ist. Wir sind kein Verein, der nur dafür zuständig ist, WLAN oder Internet aufzubauen, sondern es gibt Veranstaltungen an Schulen, in öffentlichen Räumen und in anderen Bereichen, wo wir uns dafür stark machen, das ganze Thema Medienkompetenz anzusprechen und hier versuchen wir auch für Gespür und für entsprechenden Umgang zu sorgen, dass es eine vermehrte Zahl von Menschen gibt, die mit dem Smartphone durch die Gegend laufen, durch die Stadt oder wo auch immer, dem sollten wir uns vielleicht auch stellen und wir sollten uns überlegen, warum ist das so, als das pauschal vielleicht, ich würde das nicht pauschal kritisieren, aber ich denke, wir sollten uns trotzdem mit dem Thema befassen und mit der Medienkompetenz darüber Gedanken machen, dass wir, wie gesagt, auch intensiv tun. Ich denke, es ist aber auch nicht ein pauschales Freifunk-Thema. Ja, alles klar. So. Ich wollte auf die erste Frage noch mal eingehen. Arnsberg wirkt immer etwas verstaubt, aber ist es nicht.
weil ich habe da noch eine Anekdote, als wir die Route aufgebaut haben. Unser technischer Kopf, der Thomas Drewermann, der war baff erstaunt, dass die Leute uns mit offenen Armen empfangen haben und eine Route haben wollten. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Leute gut vorbereitet gewesen sind und über die Thematik aufgeklärt worden sind. Und deshalb funktionierte das. Dann würde ich weiter zur zweiten Frage. Ich habe da so mehrere Aspekte gesehen. Eins ist dieses Showrooming, das heißt also, dass man bei den Einzelhändlern sich beraten lässt, Sachen im Internet kauft. Diese Tendenz wird es mit oder ohne Freifunk geben? Okay. Und aus meiner Sicht ist das Smartphone vergleichbar wie die Dampfmaschine bei der industriellen Revolution. Das Smartphone hat komplett das Käuferverhalten verändert. Also wir können es nicht wegdiskutieren. Der Smartphone ist der im Prinzip der Verkaufsberater geworden. Und wenn der Einzelhandel aus meiner Sicht nicht darauf einstellt, geht er unter. Das ist hart, aber ist so. Also ich denke, da kann man gut, es gibt für jedes, wenn ich Bier sehe, wenn ich zu viel Bier trinke, wäre ich auch süchtig. Wenn ich zu viel Internet mache und nur noch Tag- und Nacht-Internet mache, werde ich auch internetsüchtig. Das ist, wenn ich von allem zu viel mache, ist das klar. Aber ich denke, nochmal, wir als Einzelhändler, man kann das sagen, die Leute sind einfach süchtig nach iPhone oder nach Smartphone. Ich würde aber sagen, sie nutzen es, um halt sie haben komplett ihr Käuferverhalten verändert. Das kann man auch zum Beispiel an den Marketing-Untersuchungen sehen, dass es keine Käuferverhalten-Pyramide mehr gibt, sondern es ist ein Gebilde, das geht so zu und dann so auseinander. Das heißt also, wir haben keine typische Mittelschicht mehr, die fällt einfach weg. Wir haben also im unteren Segment eine völlig smartphone-affine Käuferschicht und im Obersegment ist es einfach Leute, die wollen sich verwirklichen, denen ist der Preis egal. Gut, ich glaube, das war so, was mir so aufgefallen ist. Ja, der Verkauf von Einzelhändlern innerhalb des Ortes, da wird extra ein Netz dafür aufgebaut, beziehungsweise das ist vollkommen richtig, dass das Käuferverhalten hier sich verändert und dass auch Unternehmen über das Internet mitverkaufen, beziehungsweise im Shop so etwas anbieten wollen. Das gibt es alles, aber das muss nicht über den Freifunk geschehen. Das hilft da gar nicht. Aber es schadet auch nicht. Okay. Bevor wir hier in Dialog verfallen, ich würde Rainer das Wort geben und dann gehen wir wieder in die Runde. Ja, ich wollte noch die Frage nach der Gemeinnützigkeit beantworten. Wir sind gemeinnützig und Medienkompetenz. Wir machen also Krypto-Partys. Wir versuchen also die Menschen schon dazu zu animieren, das Netz vernünftig zu nutzen. Das finde ich auch ein wichtiges Anliegen. Das ist auch ein großes Anliegen unseres Vereins. Ich wollte noch was zum Schnüffelzwang sagen. Das ist eben ein bisschen zu kurz gekommen. Und zwar gibt es ja diese Pressemitteilung, dass die Bundesnetzagentur jeden Provider, der mehr als 10.000 Anwender hat, entsprechend zu verpflichten, dass man überwachen muss. Da gibt es ja bestimmte Vorgehensweisen, die sogenannte SINA-Box, die man dann installieren muss. Wir würden das natürlich machen, müssen wir auch, weil wir müssen uns an die Gesetze halten. Aber ich glaube, 9.999 ist unter 10.000. Okay. Herr Möller, und dann ist hier noch eine Meldung und dann waren Benedikt, habe ich gesehen. Bitte? Okay, wir arbeiten dran. Also, wir fangen mit Herrn Möller an und dann gucken wir mal, wer sich bis dahin noch gemeldet hat. Vielen Dank. Ja, Reinhard Möller, Breitband Consulting, NRW. Unser Thema ist vor allen Dingen natürlich, sich darum zu bemühen, flächendeckendes Internet im gesamten Land Nordrhein-Westfalen zu besorgen. Und in dem Zusammenhang interessiert mich natürlich auch das Freifunknetz. So wie ich es verstanden habe, sind eigentlich zwei Intentionen mit dem Freifunk verbunden. Das eine ist der Community-Gedanke, die Vernetzung untereinander, sodass man miteinander sprechen kann, austauschen kann, Informationen austauschen kann und so weiter. Und der zweite Gedanke, der eben und dabei eben dann auch kommunale Dienstleistungen zur Verfügung stellen kann. Der zweite Gedanke, der geäußert worden ist, ist eben das Verfügungstellen von Breitband-Internet eben zum Surfen, zum Runterladen und was auch immer gesagt worden ist. An dieser Stelle steht man aber aus meiner Sicht ja in Konkurrenz zu den LTE, zu den Hotspots, öffentlichen WLAN-Aktivitäten einzelner Anbieter. Und insofern ist die Frage für mich, gibt es
vor allen Dingen jetzt auch auf kommunaler Ebene. Gibt es tatsächlich Intentionen, wie man den Breitbandausbau an der Stelle vorantreiben kann, mittels des Freifunk, wo also wirklich das Manko ist? Ich gehe jetzt in den halbstädtischen oder in den ländlichen Bereich, wo wir ja eben wirklich ganz mageres Internet haben. Danke. Mein Name ist Rainer Nellbach aus Mühlheim und ich habe eigentlich eine Sorge. Und zwar habe ich aus Bonn gehört, dass es ein ziemlich sehr ähnliches Geschäftsmodell gibt oder eine Idee, die dem Freifunk sehr, sehr ähnlich kommt, eines großen Telekommunikationsunternehmens. Und ich kenne das aus der Automobilwirtschaft oder auch aus der Abfallwirtschaftspolitik, dass es schon mal vorgekommen ist, dass solche tollen Sachen eigentlich geschluckt werden. Inwieweit schütze ich der Freifunk vor, ich sage jetzt mal, feindlichen Übernahmen? Mein Name ist Felix Bossler, ich komme von der Freifunk-Community aus Aachen. Wir haben im September sind wir gestartet mit 7 Hotspots und sind Stand heute bei über 350. Und wir kümmern uns auch um die Städteregion Aachen. Das heißt, wir sind also sehr viel, werden wir von Kommunen eingeladen, sollen dort das Freifunk-Konzept präsentieren. Und ich kann Ihnen sagen, die Städte wollen freies WLAN. Und sie wollen das in der Regel kostenfrei haben oder kostengünstig, weil sie haben kein Geld. Und die Städte haben auch einen Nutzen davon. Und auch die Gastronomie hat einen Nutzen davon, der Einzelhandel hat einen Nutzen davon. Und wir können natürlich sagen, wir machen das nicht. Gut, dann werden die Leute eben dann weiterhin ihre Mobilfunk-Flatrates nutzen, aber sie werden es nutzen. Wir werden das Internet an der Stelle nicht verhindern. Und, eine große Idee vom Freifunk ist Bürgernetz. Das heißt, der Freifunk baut Netze auf, die in Bürgerhand sind, die sich auch nicht einfach abschalten lassen. Das war die ursprüngliche Intention. Dann hat man festgestellt, mit Freifunk kann ich ja etwas aushebeln, was eigentlich weltweit, zumindest soweit es mir bekannt ist, einmalig ist. Störerhaftung. Das gibt es sonst nirgends. Diesen Luxus leistet sich nur Deutschland. Und jetzt komme ich auch zu meiner Frage. Jetzt wurde ja groß angekündigt in der digitalen Agenda, wir werden die Störerhaftung werden wir bekämpfen, beziehungsweise wir werden da was tun. Und was ist passiert? Der Referentenentwurf macht einen Schritt nach vorne und 3 Kängurusprünge zurück. Also nach meinem Dafürhalten ist das im Grunde genommen der Entwurf eines Telekommunikationsunternehmens, der sich vor allen Dingen auch auf Freifunk einschießt. Und meine Frage ist, was kann man aus Sicht der Landtagsfraktion dagegen tun? Weil wir bräuchten eigentlich die Krücke Freifunk gar nicht. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich bin absolut, stehe ich hinter dem Projekt, aber wir bräuchten diese Krücke gar nicht, wenn wir uns diesen Luxus nicht leisten würden. Würden wir das jetzt vielleicht so machen. Ich sag kurz was zu dieser Frage Störerhaftung, weil sie an die Landtagsfraktion gerichtet war, und dann gehen wir hier in der Antwortrunde. Also aktuell liegt ja ein Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums vor. Das ist da federführend, weil es um eine Änderung am Telemediengesetz geht. Verfahren ist jetzt so, dass sich bereits heute oder jetzt am Wochenende schon die nordrhein-westfälische Landesregierung schon positioniert hat, dass sie diesen Entwurf falsch findet, dass sie dagegen ist. Es ist aus Sicht jedenfalls der Bundesregierung nicht zustimmungspflichtig in der Fassung, wie es jetzt vorgelegt wurde. Das heißt also, wir haben nicht am Ende des Verfahrens die Möglichkeit, da im Bundesrat das zu verhindern, sofern diese Fassung irgendwann so weit kommen sollte. Ich gehe, um ehrlich zu sein, nach dem gegenwärtigen Stand der Debatte davon nicht aus, dass es genau so kommen wird, weil es ist, wie gesagt, ein Referentenentwurf, und von einem Referentenentwurf bis zum fertigen Gesetz sind noch eine ganze Menge Steps im Verfahren. Ich habe eben in meiner Einführung schon gesagt, dass ich von dem Referentenentwurf überhaupt nichts halte. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch den Schritt nach vorne noch nicht gefunden, sondern nur die Känguruschritte, Sprünge zurück. Und insofern ist es tatsächlich ein Vorschlag, der an vielen Stellen mehr Bürokratie schafft, der den Freifunkern massiv schaden wird. Und insofern ist es nichts, was auf grüne Zustimmung treffen könnte. So, das einfach zur politischen Bewertung dieses Entwurfs, wie er im Moment vorliegt. Wir haben da aber tatsächlich einfach noch ein längeres Gesetzgebungsverfahren vor uns. So, und jetzt, Fragen. Ja, ich... Antworten. Antworten auf Fragen. Sorry. Okay.
Ich wollte nochmal auf den Community-Gedanken zurückkommen. Genau das ist eigentlich die Intention, das haben Sie eben schon festgestellt, des Freifunks. Das Internet ist gerade ein Marketingobjekt von uns, weil jeder will Internet machen. Aber eigentlich geht es wirklich darum, diese Router verbinden sich untereinander. Und Sie können eben innerhalb dieses Netzes als Mitglied Dienste zur Verfügung stellen. Sie könnten theoretisch einen Chat-Server sich zu Hause hinstellen, der ist im Freifunknetz. Und wenn jetzt irgendwer meint, er müsste das Internet abschalten, dann kann ich mich trotzdem noch mit diesen Menschen unterhalten, weil dieses Netz wird maschenweise aufgebaut und die Router sind miteinander verbunden. Das heißt also, das wird über die Router geschickt und der Chat funktioniert immer noch. Es geht wirklich um bürgerliches Engagement, das ist eigentlich unser Ziel. Aber eben, wir sind jetzt da marketingmäßig überholt worden durchs Internet und finden das auch ganz gut so. Aber wie gesagt, Community-Gedanken ist das Große. Dann der Breitbandausbau. Wir sind kein Ersatz für den Breitbandausbau. Wenn Sie zu Hause eine 2000er Leitung haben und da einen Freifunkrouter dran anschließen, hat der auch nur eine 2000er Leitung. Ne? Das ist ganz klar. Natürlich können wir Richtfunkstrecken bauen. Es gibt Lösungen. Da haben wir mal, wir Freifunker sind ja auch so ein bisschen ja, Forscher. Da haben wir mal eine Scheune, die 2 Kilometer von dem Bauernhof weg war, einfach mal angebunden, ne? Damit der Bauer dort eben entsprechend Freifunk hat und Internet machen kann. Aber wie gesagt, Freifunk ist kein Ersatz für Breitbandausbau. Schutz vor der feindlichen Übernahme war irgendwie eine Frage. Ja, gibt es eigentlich nicht. Ne? Es gibt natürlich entsprechende Lizenzbedingungen, dass es nicht kommerziell genutzt werden darf. Es gibt aber eben... Ich kenne dieses Projekt auch, wo Sie, glaube ich, von gesprochen haben. Die haben das geforkt, so nennt man das, das ist gegabelt. Ne? Die haben nämlich eine alte Firmware genommen und haben die jetzt kommerziell eingesetzt. Da kann man sich nicht vor schützen. Das ist eben bei Open Source, ist das einfach so. Und man muss eben auch mit den Risiken leben und das tun wir dann auch. Und zum Referentenentwurf. Ich habe dazu gesagt, wenn man das alles mal so das verfolgt, dann müssten wir Telefonzellen auch abschaffen, weil Telefonzellen sind nichts anderes als ein Freifunknetz. Sie gehen da rein, sind anonym, können dort auch Straftaten begehen, sie können Leute erpressen, sie können sie bedrohen und ganz schlimme Dinge tun. Und die Diskussion habe ich bei Telefonzellen nie erlebt. Und das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Danke, Rainer, für die Telefonzelle. Den muss ich mir merken, der ist wirklich gut. Ich möchte nochmal zu diesem Thema feindliche Übernahme und Community-Projekt kommen, weil ich in der Zwischenzeit auch ein paar Tweets und Zuschriften von Freifunkern bekommen habe, die uns zuhören. Erstmal ein Gruß raus an euch und danke an die Community für die Zuschriften und die vielen Tweets, die hier auch eingehen. Es gibt einen Tweet, den ich gerne zitieren möchte und der besagt, wie soll denn eine dezentrale Bewegung feindlich übernommen werden? Der Ursprung und der Urgedanke hinter Freifunk ist eben genau dieses Dezentrale, dieses Netz in Bürgerhand und nicht die zentrale Infrastruktur, die wir natürlich betreiben und die wir auch aktuell betreiben müssen als Verein, aber es gilt da auch zu trennen, das muss man vielleicht nochmal betonen an dieser Stelle, zwischen Netz und Dienst. Das ist was ganz Wichtiges, was in letzter Zeit immer mehr zu einem gemacht worden ist. Und das eine ist eben das Netz und das andere sind die Dienste, die darauf transportiert worden sind. Wer sich mit dem ganzen Thema der Netzneutralität der Debatte dazu beschäftigt hat, der weiß, was das heißt. Das heißt, dass es ein Netz gibt und dieses Netz ist erstmal die physische Infrastruktur und auf diesem Netz werden dann eben verschiedenste Dienste transportiert. Ein Dienst davon und natürlich der zentrale Dienst bei uns ist das Internet, den wir in dem Fall als Verein in dieses Netz, wenn man sagen will, einspeisen, ja? Also den wir zur Verfügung stellen oder dass wir den Leuten ermöglichen, Daten im Internet ins Internet zu senden und aus dem Internet zu empfangen. Trotzdem ist es natürlich möglich und es gibt auch eine ganze Reihe Applikationen, die im Freifunknetz funktionieren, die unabhängig von dem Internet und unabhängig von dem Verein und irgendwelchen zentralen Instanzen funktionieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor von Mesh-Netzwerken, wie wir sie betreiben, dezentralen Netzen. Und somit, denke ich, stellt sich die Frage da an der Übernahme nicht. In der Tat gibt es Leute, die die Technologie und die Software, die wir benutzen und auch die Idee dahinter, auch die damit Geld verdienen, was
ich als Freifunker auch gar nicht abwegig finde, ja, weil es gibt auch Unternehmen, die Software, Open Source Software supporten, ja, die der Community die Arbeit in diese Richtung ermöglichen. Und warum sollen die nicht auch davon profitieren? Das heißt ja nicht, dass es nicht frei und nicht öffentlich zugänglich bleiben kann, dieses Gedankengut und dieses Wissen, was dahinter steht. Natürlich sind wir nicht als Verein davor gefeit oder niemand kann sich dem, glaube ich, entziehen, wenn Personen oder wenn Gruppen Gedanken hegen oder pflegen, da eine kommerzielle Sache draus zu machen. Und dem werden wir auch nicht entgegenstehen, weil es muss sich eher jemand damit befassen, was es heißt, Freifunk zu machen und nicht, was es heißt, Freifunk kommerziell zu machen. Weil wer weiß, diesen Gedanken Freifunk eben zu leben, das heißt, was Dezentrales zu machen, was von Menschen für Menschen zu machen, ist eben was anderes, als eine kommerzielle Dienstleistung anzubieten und damit Geld zu verdienen. Und das sollte man vielleicht an der Stelle einfach ein bisschen trennen. Wobei beides nicht abwegig sein muss, also eine Dienstleistung gegen Geld anzubieten. Trotzdem ist es so, dass im Freifunknetz oder auch jetzt, was unseren Backbone anbetrifft, wir es in unserer Policy ausgeschlossen haben, dass unsere Dienste, die wir ehrenamtlich erbringen und die wir als gemeinnütziger Verein erbringen, dass damit Geld verdient wird, also mit dem Dienst Internet, den wir als Verein sozusagen zur Verfügung stellen auch, ja. So viel vielleicht zu dem Thema nochmal Community und feindliche Übernahme, wenn man es dann so nennen will, wobei ich das auch nicht akut sehe an irgendeiner Stelle. Wir machen einmal. Was? Ja. Dann lass uns das doch so machen, dass wir die zwei Meldungen, die es hier gab, und dann kommst du, okay? Meine erste Frage war hier zu dem WLAN. Wie sieht das hier im Landtag aus? Kriegen wir hier jetzt Freifunk? Wo ist das Freifunk? Dann ist es so, dass ich kenne diese Cisco Enterprise SSL Router, wo man sowohl anonymisiert als auch verschlüsselt ins Netz gehen kann. Da wollte ich fragen, wie die Router hier von der Gruppe aussehen. Dann ist es so, dass ich speziell eine Frage zu diesen Diensten habe. Wie sieht es aus mit einer Local Cloud, Intranet, File-Sharing innerhalb des Netzes, Datenbankserver und wie das erklärt wurde als Freifunk, wenn es also tatsächlich ein physikalisch eigenes Netz gibt, dass es halt auch unabhängig ist. Dann wollte ich noch anmerken zu den letzten Aussagen. Bei Wikipedia ist es Pflicht, die Lizenzen auch kommerziell nutzbar zu machen. Es ist also so, wenn ich ein Foto an Wikipedia liefere, sagen die, wir wollen gerne, dass das auch kommerziell nutzbar ist. Und das Gleiche gilt für die Lesser GNU-Lizenzen für Software und so etwas. Von daher finde ich es eigentlich eher schade, wenn man da Kommerzialität ausschließt, weil das ist ja einfach nur eine Einschränkung. Ich sehe da keinen Grund. Ich denke, dass wir tatsächlich noch so eine deutsche Krankheit haben. Aus dem Dritten Reich, da war einmal Kabel ziehen von Haus zu Haus und B, Funken generell, verboten, weil eben potenziell subversiv. Und ich denke, wir haben jetzt eine andere Gesellschaft und wir sollten jetzt auch nicht uns an diese dunkle Vergangenheit erinnern, sondern darüber hinaus denken. Christian Nehle, ich bin Mitglied im Kreisvorstand der Dortmunder Grünen. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mich jetzt mit meinem Endgerät durch die Stadt bewege und ich mich ja auch in verschiedenen Freifunknetzwerken anmelde, welche Daten erzeuge ich dabei und wer hat in welcher Form Zugriffsmöglichkeiten auf diese Daten?
Ja, wir nehmen Michael und dann Stefan noch rein und dann antwortet ihr und dann kommt ihr zwei. Ja, also zur Idee feindlicher Übernahme. Einmal, wenn ich Freifunk richtig verstehe, beruht Freifunk auf ausschließlich freier Software. Das heißt, jeder darf diese Software ohnehin für jeden Zweck benutzen. Das heißt, man könnte, wenn man will, jederzeit mit derselben Software eine proprietäre oder eine kommerzielle Konkurrenz zu Freifunk aufmachen. Wäre überhaupt gar kein Problem, weil die Software ist frei und sie darf für jeden Zweck benutzt werden. Ja, ja, ist klar, die gibt es auch. Die zweite ist, wie kann man verhindern, dass irgend zum Beispiel ein im Rheinland ansässiges Telekommunikationsunternehmen mit vielen Mitarbeitern plötzlich auf die Idee kommt, wir übernehmen den Verein Rheinland, Freifunk Rheinland e.V., indem wir da einfach unsere Mitarbeiter sponsern, dass die da Mitglied werden und dann wird der Vorstand ausgewechselt und dann machen wir das so, wie wir uns das... Da gibt es eine ganz einfache Taktik und die ist ja auch schon angesprochen worden, forken, das heißt, wenn das passieren würde, würden sich garantiert ganz schnell 7 Leute finden, die einen neuen Verein aufmachen und dieser Telekommunikationsanbieter würde dann letztendlich eine leere Hülle übernehmen, weil die Leute, die da tatsächlich aktiv sind, würden wahrscheinlich ganz schnell in diesen neuen Verein hineinwechseln. Also das ist, das kann man probieren, aber das ist nicht besonders sinnvoll. Wie gesagt, und die Technik ist offen und auch die Freifunk-Router sind ja keine magischen Boxen, sondern das ist bekannte, bewährte Technik. Die kann jeder kaufen. Also wer das machen will, der ist gern aufgerufen, das zu machen. Es kann auch jeder für den Freifunk Rheinland einen Konkurrenzverein aufmachen, schafft ein, zwei, viele Freifunkvereine, ist wahrscheinlich im Interesse, damit die bei 9.999 bleiben. Dass es eben noch, einen Verein in Aachen gibt, einen Verein in Köln, einen Verein hier im nördlichen Rheinland, vielleicht einen Freifunkverein Niederrhein oder Freifunkverein Bergisches Land. Da hätten die überhaupt nichts gegen. Ich glaube, die würden sogar noch helfen, den Leuten zu unterstützen, wie man das aufbauen könnte. Also das ist Übernahme ist eigentlich kein Thema, kein ernsthaftes Thema. Okay, danke schön. Was habe ich jetzt gesagt? Genau, Stefan noch und da machen wir eine Antwortrunde und dann habe ich schon einige Wortmeldungen gesehen. Ja, danke. Ich musste gerade noch mal eben ein Wort raussuchen. Verantwortungsdiffundierender Raum. Das ist, glaube ich, der Begriff des Abends geworden. Es gab zwei kritische Beiträge heute Abend zu Freifunk, also zwei große kritische Beiträge und Heilsporn, der ich bin, würde ich jetzt gerne loslegen und die im einzelnen Detail auseinandernehmen. Das Problem ist, Matti sagt, er möchte um 20 Uhr Feierabend machen und ich glaube, er meinte heute 20 Uhr. Das würde zu schwierig. Aber ich glaube, das kann man ganz gut nutzen, um mal einen Appell loszuwerden. Weil die Leute, die hier sitzen, sind ja in der Regel sehr vertraut mit der Materie und wir führen sehr, sehr viele Gespräche. Und ich glaube, heute ist wieder deutlich geworden, wir müssen uns viel mehr Zeit nehmen, um den Leuten zu erklären, dass gerade diese Totschlagargumente wie Kinderpornografie anonym im Internet oder wie denkt doch an die Strahlenbelastung, denkt doch an die Kinder, dass genau diese Argumente uns nicht weiterbringen. Die Menschen sind heute nicht handysüchtiger, als sie früher mal zeitungssüchtig oder zwischendurch mal fernsehsüchtig waren. Sie nutzen eine andere Technologie und sie nutzen sie anders. Und ich möchte alle, die hier im Raum sind und die sich für Freifunk einsetzen und natürlich auch die, die den Stream gucken, einfach auffordern, viel Zeit zu investieren, um genau diese Argumente, die man immer wieder hört, immer wieder zu entkräften. Weil ich glaube, wir müssen mittelfristig dahin kommen, dass wir uns von dieser typischen, der Engländer sagt das immer, deutsche Angst, dass wir uns davon frei machen und dass wir bereit sind, auch mal Risiken einzugehen. Natürlich weiß jeder, welches Kennzeichen mein Auto hat, aber er weiß nicht, wer es fährt. Und ich denke, das sollte auch im Internet gelten. Von mir aus kann jeder wissen, dass ich den DSL-Anschluss habe, aber er muss nicht wissen, wer meinen DSL-Anschluss nutzt und schon gar nicht für was. Ja, ich würde gern was zu dem Wort sagen. Wie war es? Diffundiertes? Verantwortungsdiffundierender Raum. Ja, würde ich gern, dass das mal jemand twittert. Ich kann es gerade nicht schreiben. Ja, ist schon klar. ich wollte was zur feindlichen Übernahme sagen. Wir
wir verbieten eben nicht für die Software, dass sie kommerziell genutzt werden soll, sondern es geht eben um unser Equipment, dass eben nicht irgendwelche Menschen unseren Backbone nutzen und den kommerziell nutzen. Dass die Software als Open-Source-Software sich auch viel besser weiterentwickelt, wenn sie natürlich in irgendeiner Form geforkt wird oder wenn sie kommerziell genutzt wird, das ist uns klar. Das ist bei Lizenzen immer so oder bei Patenten. Wenn Patente frei wären, dann würden wir uns viel besser entwickeln in dieser Gesellschaft. Ich würde gerne auf die Punkte lokale Dienste eingehen. Es wurde angesprochen, eigenes Private Cloud Hosting. Und das Thema, welche Daten erzeuge ich mit meinem Gerät oder welche Daten erzeuge ich, wenn ich den Freifunk benutze und welche Daten werden auch gespeichert. Zum Thema, welche Daten werden gespeichert, kann ich es kurz machen, das hatte ich vorhin angerissen, gar keine. Ich war schwer schockiert gestern bei einer Veranstaltung zum Thema Freifunk, die der Rainer und ich auch besucht haben, in einer sehr großen Stadt im Ruhrgebiet, die Stadtverwaltung, beziehungsweise ja, die Stadtverwaltung, das städtische IT-Unternehmen betreibt dort 1500 Access Points in städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Und wir hatten dort ein Gespräch geführt zum Thema, es ging auch um das Thema Protokollierung von Verbindungsdaten, von Webseiten aufrufen. Und ich habe dann so rausgehört, dass die Daten da doch über mehrere Monate hinweg zugeordnet zu dem Benutzer und zu dem Endgerät gespeichert werden. Und da muss man sich dann vielleicht auch nochmal die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen, warum denn eine städtische IT-Abteilung Zugriff auf die Logfiles und die Protokolle der besuchten Webseiten von Menschen über mehrere Wochen bzw. Monate haben sollte und haben kann und haben darf, das stelle ich doch arg in Frage, inwiefern das zu vereinbaren ist. Das Thema lokale Dienste, es ist vielleicht vorhin nicht ganz rübergekommen, dass wir nur den Dienst Internet zur Verfügung stellen oder nur in Anführungsstrichen, das ist natürlich richtig. Es ist aber auch so, dass in Zeiten IPv6 dieses Thema zwischen Router, Innenwelt und Außenwelt, das verschmilzt doch eigentlich und es gibt gar nicht mehr so die Trennung, was ist denn jetzt intern, was ist extern und welches Gerät ist aus dem internen oder aus dem externen Netz erreichbar. Und da gibt es immer wieder auch interessante Diskussionen unter den Freifunkern, inwiefern sind wir denn jetzt Teil des Internets oder sind wir es nicht. Ich bin der Meinung, wir sind natürlich Teil des Internets, nachdem wir ein autonomes System betreiben mit einer eigenen AS-Nummer und seitdem wir eben diese RIPE-Mitgliedschaft angestrebt haben, gehören wir selbstverständlich zum Teil des Internets, weil wir auch mit anderen Teilen des Internets peeren und unsere Daten austauschen. Nichtsdestotrotz funktionieren diese Freifunkrouter auch ohne einen entsprechenden Zugang zum Internet und über lokale IPv6-Adressen besteht dann auch die Möglichkeit, auf die Router und auf die angeschlossenen Geräte eben zuzugreifen und so lokale Dienste zu betreiben, also Datenbank-Server, Own-Cloud-Server etc. pp. Das, wie gesagt, gibt es auch schon. Es gibt zum Beispiel in Arnsberg auf dem Glockenturm gibt es eine Webcam. Und diese Webcam ist auch allein aus dem Freifunknetz erreichbar. Also man kann diese Webcam, wenn man dann eben den Arnsberg in einem Mesh sich befindet mit einem Smartphone oder Notebook, kann man sich die Bilder dieser Webcam ansehen, ohne eben eine Verbindung zum Internet haben zu müssen. Soviel vielleicht zu den Diensten. Dazu ist vielleicht noch zu erwähnen, dass auch jeder das tun kann, der so einen Freifunkrouter hat. Also wenn man so einen Freifunkrouter hat, dann hat er ja in der Regel ein paar LAN-Ports und dort kann man eben einfach Geräte anstecken, die dann auch Teil des Freifunknetzes werden und auch aus dem Freifunknetz erreichbar sind. Die letzte Frage war, welche Daten erzeuge ich? Ich erzeuge natürlich die Daten, wenn man es denn überhaupt so sagen kann, erzeugen ist vielleicht auch ein bisschen ein doofes Wort. Ich erzeuge die Daten oder hinterlasse die Spuren, die eben das Endgerät jetzt ein Endes zur Verfügung stellt oder wie es sich zu erkennen gibt. Das ist in der Regel die MAC-Adresse, die so ein Endgerät hat, über die das Endgerät identifiziert werden kann.
Da es aber keine Logfiles gibt über die Aktivitäten der Benutzer, speichern und protokollieren wir die nicht. Ich will da noch ganz kurz was zum Thema, dem ganzen Thema Datenschutz und Ermittlungen, das ist vorhin ein bisschen angeklungen, auch strafrechtliche Relevanz. Erstmal ist es vielleicht auch wichtig, das nochmal zu trennen. Ja? Also das ganze Thema Störhaftung, das zielt ja auf den ganzen Bereich Urheberrecht ab oder mit auf den Bereich Urheberrecht, um diese Dinge, die da immer gesprochen wird. Es geht immer um irgendwelche illegalen Downloads, um Abmahnungsgeschichten etc. pp. Und es gibt ja das ganze Thema Strafrecht, Ermittlungen, die natürlich auch auf uns zukommen. Und die Ermittlungsbehörden sind natürlich interessiert daran, von den Providern entsprechende Informationen zu irgendwelchen Straftatbeständen zu bekommen, wenn die dann eben vorgefallen sind. Das ist natürlich auch der Fall, dass wir uns dem stellen und dazu natürlich auch Stellung beziehen müssen, wenn wir eben in der Liga der Provider mitspielen wollen, die eben bei der Bundesnetzagentur gemeldet sind und die sich als solche Provider zu erkennen geben. Das sind aber, denke ich, zwei ganz getrennte Paar Schuhe, die man auch getrennt betrachten sollte. Und zu dem ganzen Thema Störerhaftung habe ich vielleicht auch noch einen Hinweis. Das wurde vorhin angesprochen, das Thema mutig sein und das Thema sich auch mal mit den ganzen Totschlagargumenten zum Thema freie Netze und freies WLAN und auch Freifunk auseinanderzusetzen. Da gibt es eine schöne Internetseite, die heißt Freifunk statt Angst. Der Titel ist natürlich nicht durch Zufall so entstanden, sondern es gibt da natürlich einen tiefen Hintergrund und diese Seite lege ich jedem ans Herz. Da geht es auch immer intensiv um die ganze Störerhaftungsdebatte, die ja aktuell läuft. Freifunk statt Angst.de. Ich würde auch gerne nochmal zum Thema Angst was sagen, beziehungsweise deutsche Bedenken. Wir haben die am Anfang alle durchdiskutiert, auch bei uns. Und wir haben die Bedenken einfach mal Bedenken sein lassen und haben angefangen. Weil die Problematik, wir waren halt Vorreiter da auch. Und ich denke, wenn wir einige Bedenken, klar, haben wir uns nachgerichtet, aber viele Bedenken haben wir gesagt, okay, wir lassen es auf uns zukommen und machen es einfach. Und sonst wären wir heute nicht so weit, wie wir jetzt wären. Okay, wir haben es jetzt 7:45. Ich habe noch, ich sage es gleich, wen ich auf der Liste habe und dann rechnen wir aus, wie viel Zeit pro Wortmeldung ist. Ich habe Benedikt, ich habe dich, dann habe ich Armin, dann habe ich Richard, dann habe, genau, so und das. Okay, dann haben wir 6 zusammen. Macht, wenn wir noch Abschlussstatements machen wollen, versucht es mal mit 2 Minuten, dann sind wir rund um 20 Uhr und dann machen wir noch eine Runde, ne? Und dann kommen wir voran. Also ich, wie gesagt, habe das gerade in der Reihenfolge vorgelesen, Benedikt. Ich wollte noch mal was zur Strahlenbelastung sagen. Ich sehe das vor allen Dingen in Konkurrenz zu Mobilfunknetzen, das Freifunk. Und da hat man halt deutlich andere Sendeleistung. So ein Freifunkrouter darf maximal mit 0,1 Watt senden. Ein Handy darf je nach Frequenz mit 1 bis 2 Watt senden. Ein Mobilfunksender, soweit ich weiß, bis etwa 40 Watt. Das heißt, das sind deutlich geringere Strahlenbelastungen, die man durch diese Freifunk hat. Und als das Positivbeispiel Femtozellen, das sind kleine Mobilfunk-Basisstationen, die auch mit maximal 0,1 Watt senden dürfen, genauso wie ein Freifunkrouter. Und deshalb sehe ich das da als durchaus vergleichbar. Ich wollte noch mal abschließend darauf hinweisen, dass ich auf meine Frage, was denn das Schadenspotenzial für Dritte angeht, keine, aber wirklich gar keine vernünftige Antwort hier bekommen habe. Und diese Sache mit dem Schadenspotenzial, die habe ich mir nicht ausgedacht. Dazu liest man mal bitte das Urteil des EuGHs. UPC Telekabel ist ungefähr 2 Monate alt. Da hatte die Haftungsverantwortung auch für Access-Provider nochmal privilegiert. Ich weiß, dass in Freifunknetzen insbesondere nur gute Menschen surfen in dem Falle und dass da überhaupt kein Schindluder getrieben wird. Deswegen müsst ihr euch damit auch nicht vernünftig auseinandersetzen in dem Falle. Und eine andere Sache, auch wenn ich die internetkritischen Äußerungen des grauhaarigen Herrn zu meiner Rechten nicht teile, ja, muss ich trotzdem sagen, dass zum Beispiel der Punkt ökologischer Fußabdruck,
dass man sich auch damit mal hätte beschäftigen können. Denn auch das finde ich interessant. Und ich finde, was den Grünen gut zu Gesicht stände, wäre nicht so eine Diskussion komplett an der Realität und an der Rechtsprechung vorbeizuführen, sondern sich zu fragen, wie sieht nachhaltiger Umgang mit Technologie aus? Und das habe ich hier nicht gesehen. Wir haben eine Paralleldebatte zum Thema, können EVs irgendwann von der Telekom übernommen werden? Die haben wir ausführlich gehört. Aber zu Haftungsfragen, Störerhaftung, wirklich vernünftige Sachen, haben wir nichts gehört. Aber wir haben jede Menge bescheuerte Vergleiche, zum Beispiel mit dem Thema, das ist wie eine Telefonzelle. Nein, es ist nicht. Es ist privat. Telefonzelle ist private Kommunikation. Internet reicht weich in den öffentlichen Raum rein und ist damit überhaupt nicht vergleichbar. Ja? Und auch wenn du ein Auto fährst, in dem Falle, und du es an Leute anonym verleihen möchtest, bist du als Halter trotzdem in dem Falle auch in der Verantwortung, was den Schindluder mit dem Auto angeht. So, also insofern, nachhaltiger Umgang mit Technologie, glaube ich, ist durchaus sinnvoll und geboten, den möchte ich hier auch anraten. Ihr könnt natürlich hoffen, dass die Störerhaftung weggeht und dass die Haftungsfragen weggehen, wenn man sich nur laut genug die Finger in die Ohren steckt, aber ich glaube, so wird es nicht kommen. Danke. Ich wollte noch mal sagen, mit feindlicher Übernahme und so von Telekommunikationsanbietern und Hotspots, dass die da ihr Modellgeschäft gefährdet sehen. Ich denke mal, die haben erkannt, dass sie gegen die privaten Hotspots und freie Teilen von WLAN nicht ankommen dabei. Und auch viele Telekommunikationsprovider erlauben auch das Teilen von Bandbreite so mit anderen in so einer Community-Funktion, unter anderem der Konzern mit dem großen T, die richten auch ihre Router dazu ein, dass sie das über phone.com, so eine andere Community teilen können dabei, sodass das eigentlich nicht sehe. Und okay, man muss sich da anmelden, aber ich denke, die freie Nutzung, der Vorteil überwiegt und ich denke, diesen Community-Gedanken zu sehen, was man damit machen kann, auch sehe ich als sehr großen Vorteil, eigentlich immer mehr die Vorteile zu sehen, als nur diese Überwachung. Also ich kann nur sagen, ich bin absolut gegen diese anlasslose Massenüberwachung, dass man überall ist. Wenn ich mit dem Fahrrad fahre, brauche ich kein Kennzeichen. Ich sehe das genauso mit dem freien Internet. Ich kann damit nicht so viel machen. Sag mal, mit dem Fahrrad, okay, Auto, Kennzeichen, ich sehe da registriert irgendwo. Wenn ich ein Fahrrad fahre, bin ich nicht registriert. Und da kann ich auch machen, na gut, im Rahmen der Gesetze natürlich, was ich machen will oder nicht. Aber ich sehe das jetzt tatsächlich kein Argument für irgendeine Überwachung oder dass ich mich anmelden muss dabei. Ich bin für die völlig freie Nutzung dafür. Danke. Hallo, ich bin der Richard aus dem Sprecherteam der Landesarbeitsgemeinschaft Mediennetzpolitik der Grünen und auch im Sprecherteam der Bundesarbeitsgemeinschaft Mediennetzpolitik. Und viele Kolleginnen hier von mir, Eva Mira und Heike aus dem Sprecherteam, sind auch hier. Das hat auch vor allem den Grund, dass wir als Grüne natürlich auch euch, hier sind ja viele Grüne hier, gerne daran unterstützen wollen, wenn ihr konkret vor Ort da was macht. Matti hat ja auch schon ganz viel rumgeschickt. Und wir wollen natürlich als Landesarbeitsgemeinschaft euch auch anbieten, euch gerne an uns zu wenden, wenn ihr da konkret Hilfe weiter braucht. Zum anderen möchte ich nochmal sagen, dass mich, ich möchte es einfach selber nochmal betonen, dass wir hier ein bisschen die Vorteile oder diese Chance zur Teilhabe durch Freifunk hier überhaupt nicht hoch genug gehoben haben, aus meiner Ansicht. Es ist schlicht und einfach so, dass wir, ich möchte jetzt nicht so in Verkehrsanalogien und so weiter, da kann man sich immer nur mit vertun, weil es nicht passt, aber es ist, das Netz ist und bleibt die wesentliche Infrastruktur für unsere Zukunft, für unsere gesellschaftliche Zukunft. Und so wie viele andere Infrastrukturen teils öffentlich, teils privatisiert sind und es verschiedenste Modelle für Infrastrukturen gibt, so klar muss uns doch sein, dass es in jeder Infrastruktur immer ein Minimum geben muss, der öffentlich und frei zugänglich ist. Vor allem bei Infrastrukturen, die so relevant fürs gesellschaftliche Zusammenleben sind. Und das ist doch so ein wichtiger Gedanke bei Freifunk, dass man, wenn man, dass es nachts auch Licht auf den Straßen gibt, dass es öffentlich ist, auch wenn ich zu Hause meine Stromrechnung bezahlen muss. Das ist irgendwo ein Glas Wasser und Wasserinfrastruktur, die ich nicht bezahlen muss, die aber sichergestellt ist in der Öffentlichkeit. Dass es bestimmte Infrastrukturen gibt, die öffentlich frei verfügbar sind. Und dass wir so eine wichtige Infrastruktur wie das Internet nicht komplett aus dem freien öffentlichen Leben heraushalten,
und nur kommerzialisiert nutzen können, sondern dass wir sicherstellen durch solche Maßnahmen, dass es sowas gibt. Und die Störerhaftung, also da kann ich auch nur noch mal sehr dezidiert noch mal hinweisen auf Freifunk statt Angst. Ich glaube, da ist wirklich vieles, vieles erklärt, was dir für Stefan zum Beispiel oder auch Christian da helfen kann. Ich möchte eine Frage stellen, jetzt nicht aus dem LRG-Kontext, sondern mehr aus meinem beruflichen Kontext. Gibt es bereits Erfahrungen mit Freifunk an Schulen? Wie ist das in Arnsberg zum Beispiel? Sind die Schulen da einbezogen oder bezieht es sich mehr auf den Einkaufsbereich oder den ganzen Stadtbereich? Und ja, die Kollegen von Freifunk Ruhrgebiet haben da bestimmt auch, Freifunk Rheinland nicken schon, es scheint Erfahrungen zu geben. Das würde mich jetzt besonders noch interessieren. Jaroslav Dimond, ich komme aus Mülheim, arbeite hier im Landtag und ich habe hier noch ein paar kurze Infos. Auf Ihre Frage kann ich vielleicht eine Auskunft geben, was Freifunk hier im Landtag anbelangt. Es ist leider technisch nicht möglich. Landtagsinternes WLAN-Netz blockt das irgendwie ab. Ich bin kein ITler, deswegen kann ich das nicht erklären. Aber es gibt allerdings einen einzigen Freifunk-Router, der sich im Landtag befindet und der heißt Snowden und steht bei dem Abgeordneten der Piratenfraktion Lukas Lamner im Büro. Das ist nur zu Ihnen vor. Ich finde die Freifunk-Idee einfach deswegen genial, weil es ist Partei- und Ideologieübergreifend ist. Also ich glaube, allein die Tatsache, also ich war mal in Arnsberg und zum Beispiel, dass der Bürgermeister von Herrn von Arnsberg, Herr Vogel, zum Beispiel ein CDU-Mitglied ist und hier sind wir bei einer Veranstaltung von der Grünen-Fraktion und ich arbeite selber bei der Piratenfraktion. Also ich finde, das ist schon eine interessante Entwicklung und das ist schon ein Thema, was bei also unterschiedlich in einerseits, aber andererseits doch in diesem Punkt auch gleich oder ähnlich denkenden Parteien gibt. Und dazu wollte ich noch eine Frage stellen, ausnahmsweise an Herrn Bolter. Und zwar, haben Sie vielleicht zu Hause einen Freifunk-Router schon stehend? Und zweite Frage, ob Sie eine Mitgliedschaft bei Freifunk Rheinland e.V. beabsichtigen oder bereits schon eine haben? Dankeschön. Den Router habe ich tatsächlich. Das andere, die Mitgliedschaft, lass uns da gleich mal drüber plaudern. Warum eigentlich nicht? Das ist ja immer ganz schön, dass man als Politiker immer gefragt wird, ob man in Vereinen Mitglied werden möchte, auch wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt. Finde ich oder gut. Vielleicht durch Spenden unterstützt, ja, das was, wie auch immer. Das ist dann auch beliebt. Ich würde jetzt, wie gesagt, da reden wir gerne gleich drüber, auch über dieses Thema Freifunk im Landtag. Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Das finde ich ein hochinteressantes Projekt. Ansonsten laufen ja, das hatte ich eben eingangs schon auch bemerkt, verschiedene politische Initiativen, auch interfraktionell im Moment, auch mit Oppositionsfraktionen. Das läuft, das ist einfach eine gute Diskussion. Insofern bin ich sehr dankbar für diesen Hinweis auf die letzten Endes doch Überparteilichkeit des Themas digitale Teilhabe und Freifunk. Letzte Runde würde ich sagen, es sind ein paar Fragen noch gewesen und ansonsten das beliebte Statements zum Schluss und was noch zu sagen ist und was auch Punkte sind, worüber die Menschen, die hier zugehört haben und ja auch eifrig mitdiskutiert, dafür schon an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, was so die Sachen sind, über die man die Einsichten vermehren sollte. Vielleicht fangt ihr nochmal an. Genau, Schule, genau, da wollte ich kurz drauf eingehen. Es gibt in der Tat sogar mehrere Projekte, von denen ich weiß, mit Schulen, die umgesetzt worden sind. Das Thema Freifunk im Unterricht ist an dieser
Schule auch in Planung in Kombination mit dem ganzen Thema Medienkompetenz, wo man uns an uns herangetreten ist, ob wir dazu einen Beitrag leisten können und wollen, was wir natürlich bejaht haben. An dieser Schule gibt es auch für die Schüler freies WLAN seit kurzer Zeit, also freies WLAN über den Freifunk. Früher gab es das auch schon, allerdings mit der Option, dass die Schüler sich da eben namentlich registrieren mussten und dass diese Daten der Schüler zu einem Dienstleister überführt worden sind bezüglich der Registrierung. Das gibt es auch weiterhin, das ist nicht abgebaut worden, sondern es ist nur additional der Freifunk dazu eingerichtet worden. Sehr schön war an diesem Projekt, ich habe das begleitet, dass die Leute vor Ort an der Schule auch da selber aktiv geworden sind und dass sie selber auch sich für die Technologie und die Hintergründe interessiert haben und dass sie so auch ihren Horizont, denke ich, technologisch auch erweitern konnten, in Anbetracht, dass es sich ja bei uns um Mesh-Netzwerke, um spezielle Routing-Protokolle etc. pp. Auf technischer Basis handelt. Von daher, ja, da gibt es Projekte und ich begrüße Sie sehr und würde mich auch über zukünftige freuen und Sie gerne begleiten. Abschließend von meiner Seite, ich möchte gerne festhalten, dass eben der Freifunk mehr ist als nur das Internet, mehr ist als der WLAN-Router, mehr ist als das Smartphone und dass dieser ganze Community-Ansatz, der Gemeinschaftsansatz und der Vordergrund des Teilens der Ressourcen und des Abgebens von Bandbreite oder Internetkapazitäten von mir oder von jemand, der sie zur Verfügung stellt, für Dritte doch da überwiegen sollte als die Risiken, die man sieht. Es wird immer ein gewisses Risiko und es wird immer auch potenzielle Probleme geben, gerade in der digitalen Welt. Ich glaube, da brauchen wir nicht die Augen vor zu verschließen, dass das so ist. Wir müssen lernen, damit umzugehen und wir sollten weniger schwarz und weiß sehen, sondern uns auf die Chancen konzentrieren. Das ist mein Rest-Statement dazu. Vielen Dank auch nochmal ans Kommen. Ja, mein Schlussstatement. Also, was habe ich mitgenommen von dieser Veranstaltung? Ich habe Kritik gehört, über die ich nachdenken muss, die ich sonst noch nie gehört habe. Ich habe dort Kritik gehört, über die ich wirklich nachdenken möchte. Was habe ich noch mitgenommen? Es gibt einen Spruch, Freifunk verbindet. Und Freifunk verbindet nicht nur Router, sondern auch Menschen. Das sehen wir hier. Es wird interfraktionell gearbeitet. Es werden Fraktionen verbunden. Es verbinden sich Nachbarn. Das ist auch eine Sache, die ich hier mitnehme. Und wir haben ein neues Mitglied gewonnen, da bin ich auch sehr froh drüber. Und das soll mein Schlussstatement sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die tolle Organisation hier. Ja, das war's von meiner Seite. Danke. Ich habe was vergessen. Ich hab noch eine Sache vergessen. Sorry, Rainer, dass ich dir ins Wort halb falle. Auch nochmal danke an die im Stream zuschauen. Ich fand es total klasse zu sehen, dass es so viele Tweets gibt und so viele Leute draußen, die auch da Interesse für das Thema haben. Im Hintergrund und stellvertretend für alle Freifunker, die auch an der technischen Infrastruktur im Moment arbeiten und die das möglich machen, was wir als Verein auch anderen Communities anbieten. Nochmal vielen Dank im Namen aller Freifunker, die hier anwesend sind. Ja, jetzt. Kein Problem. Thema Schule kann ich noch ganz kurz sagen. Da sind wir auch dran und wollen im nächsten Schritt des Ausbaus des Netzes halt auch mit den Schulen Kommunikationen aufnehmen. Bürgermeister und wenn es öffentliche Schulen sind und da das Thema Freifunk mal durchdiskutieren. Das wäre die eine Sache. Ich darf mich noch nicht, nein, noch nicht, nein. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für die konstruktive Diskussion. Ich darf mich beim Freifunk bedanken, weil er uns eine Bereicherung für Kommunen zur Verfügung stellt. Das heißt also, nach Abwägen aller Vor- und Nachteile ist für mich Freifunk eine super Bereicherung für eine Kommune. Okay, das war's dann.
Gut, und da ich eingeladen habe, darf ich das letzte Wort sprechen. Ich möchte tatsächlich zum Abschluss, genau, jetzt probieren wir hier doch noch die Features, die die Mikrofonanlage des Landtags zu bieten hat, aus. Nein, ich möchte tatsächlich mich herzlich bedanken, möchte mich auch wirklich für die auch kritischen Fragen ganz herzlich bedanken, weil ich das wichtig finde, also die ganze Thematik nachhaltige Nutzung und auch soziale Folgen von technologischen Wandel und technologischen Innovationen, das ist etwas, das beschäftigt uns ja nicht nur als Grüne, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Debatte, die immer läuft. Und ich glaube, dieser Prozess Digitalisierung ist etwas sehr, sehr Großes und wir müssen uns, glaube ich, immer vor Augen führen, dass da auch was mit einer Gesellschaft passiert und dass wir da auch die Menschen, alle Menschen mitnehmen. Ich glaube, die meisten, die heute zu dieser Veranstaltung gekommen sind, haben da eine sehr spezielle Sichtweise drauf, aber es gibt eben auch die anderen Sichtweisen und die sind in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wie er in der Demokratie üblich ist, genauso legitim. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir die Diskussionen oder viele dieser Diskussionen dann auch offen führen. Ich habe es auch mitgenommen, dass wir da für uns alle auch Hausaufgaben aus dieser heutigen Debatte mitgenommen haben. Ich finde aber dennoch, dass Digitalisierung, dass der digitale Wandel für unsere Gesellschaft zum einen sehr schnell passiert und dass er sehr, sehr große Chancen auch mit sich bringt und dass es aber gerade jetzt vor dem Hintergrund auch der Snowden-Enthüllungen ein bisschen darauf ankommt, dass wir wieder stärker zu den digitalen Utopien kommen und das Internet und der digitale Wandel leben einfach davon, dass es Menschen gibt, die große und gute Ideen haben, vielleicht auch Utopien haben und ich finde, der Gedanke, diese Philosophie, die hinter Freifunk steht, Zugang zum Netz für alle zu schaffen, Zugänge zu teilen und ein offenes und freies Netz dann aufzubauen und zu unterstützen, das ist schon eine dieser sehr, sehr großen Ideen und darüber sollten wir weiter reden. Wir werden das für unsere Arbeit hier natürlich auswerten, was wir heute diskutiert haben, werden das auch weitertragen, werden weiter an den Themen arbeiten. Ich darf mich jetzt noch einmal herzlich bedanken in der Welt draußen, bei allen, die uns am Stream verfolgt haben und uns per Twitter Fragen gestellt haben, bei euch, die ihr hier wart und euch ja auch wirklich sehr, sehr rege an der Diskussion beteiligt habt. Das hat man auch nicht immer bei Veranstaltungen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank nochmal Eva und Robert für die Organisation und herzlichen Dank an unser Panel für die Diskussion, für die vielen, vielen Antworten auf die vielen Fragen. Und ihr kriegt sogar auch noch Wein dafür. Alle anderen hatten hoffentlich Erkenntnisse, die ihr mit nach Hause nehmen dürft und euch vielleicht auch auf der Rückfahrt nach Hause daran genauso laben wie unsere Referenten, vielleicht auf der Rückfahrt schon, vielleicht auch später am Abend an ihrem Rotwein. Herzlichen Dank an euch alle.